Moin Leute und willkommen zum heutigen Animal Crossing New Horizons Stream. Ja, wir hatten jetzt schon länger, 5 Tage oder so keinen Stream. Hi Leute. Und es sind auch schon einige da, wie ich sehe. Und zwar Bubbles, Dom10 Reactions, Pokerface, Martin, Farmwirbel, Tuftendo, sehe ich hier schon, Maya sehe ich hier, Tim sehe ich hier, Dishan sehe ich hier. Hi Leute, moin. Ja, und moin auch an, ich finde es echt interessant. Ich weiß nicht, ob das ein Bug ist, weil, okay, lassen wir das. YouTube ist mal wieder ein bisschen strange. Hallo Nico, hallo LP Melone. Oder die Leute mögen Melinda nicht. Weil das kann mir keiner erzählen. Da stand gerade 19 Leute warten auf den Stream. Der Stream beginnt, es geht auf 12 runter. Anscheinend konnten 7 Leute Melinda nicht ab, okay. Dann streame ich halt nächstes Mal mit einem Blackscreen. Ja, hallo. Moin noch an Fabi, Swordtude, hallo. Ja, hallo Melinda auch. Hallo, liebe Bewohner. Was, ihr mögt mich nicht? Ihr schaltet schon ab, ey, nach einer Minute. Nach einer Sekunde. Eine Frechheit hier, ey. Ja, Melinda, die mögen dich einfach nicht, Leute. Es ist Montag, der 18. Mai, 18 Uhr. Ja, Punkt 18 Uhr, ja. Läuft. Hallo, Pascal. Moin an Jay. Hallo, Gucci Peter. Bist du neu? Ich kenne dich vom Namen her gar nicht. Michael, hi. Jens Ritter, moin. Fabi, moin, du bist auch mal im Discord gejoint. Ehre an dich. Hallo, Nico. Melinda ist doch toll, man weiß es nicht. Hallo, Mariano. Hallo, Skelettube. Hallo, Martin. Moin. Ja, ich besuche heute eure Inseln und wir schauen uns das heutige neue Event an. Ich hoffe, ich kann es auch machen. Anscheinend schon. Ich habe eine, also weil ich nicht geupdatet habe, also ich habe die Software heute noch nicht geschlossen von gestern. Ich habe eine aufregende Nachricht im Namen unseres Wertmuseumsdirektors Eugen zu verkünden. Aha. Zum Internationalen Museumstag hält das Museum vom 18. Mai bis zum 31. Mai eine Stempeljagd ab. Oh, klingt das nicht spannend? Na, auf Twitter habe ich bisher noch nicht so vieles Gutes davon gelesen, ja. Ich hoffe, alle schauen im Museum vorbei und machen eifrig mit. So, das war's für heute. Haut rein. Okay. Das Event könnte nicht lamer sein. Ich bin sehr gespannt. Ja, ich denke, es geht auch nicht so lang. Und dann geht's zu euren Inseln, Leute. Also bleibt dran. Und dann könnt ihr mir eure schöne Insel zeigen. Ich bin sehr gespannt auf eure Inseln. Erstmal ein bisschen... Ach du Scheiße. Ich hab... Okay. Machen wir das später. Wir gehen erstmal zum Museum. Eieiei. Eieieiei. Da ist viel Post. Hype auf Link. Ja, kommt noch, kommt noch. Wie gesagt, das Event geht nur ungefähr 5 bis 10 Minuten, deswegen. Und dann geht's zu euren Inseln. Okay, hallo Eugen. Ich grüße Sie, Pius. Willkommen im Museum von Toad Island. Ja, gut. Anlässlich des Internationalen Museumstags halten wir heute eine Stempeljagd ab. Ja, das kennen wir schon aus der, aus dem Trailer. Ich erläutere, die Insekten-, Fisch- und Fossilausstellungen verfügen über je 3 Stempelstationen. Also jeweils eine, okay. Das ist so lame, okay. Guck, ich bin sehr gespannt. Exquisite Preise warten auf Sie, wenn Sie alle Stempelstationen der Ausstellungen ausfindig machen. Ja, das soll ja nicht so schwer sein, ne? Es sind ja nur 3. Dabei wartet jede Ausstellung mit ihrem eigenen Preis auf Sie. Juhu. Ist das nicht prächtig? Ja. Interessant. Sie sollten sich während Ihres Museumsbesuchs definitiv einmal daran versuchen. Ja, ist ja jetzt... Der tut ja so, als wäre irgendwie so, keine Ahnung, so ein, wie in Hamburg, so ein riesen Museum mit 6 Stockwerken und keine Ahnung, wie viel Quadratmetern. Das ist ja relativ klein, Kollege. Okay. Es sind auch nur 3, heißt die Gemälde zählen gleich dazu. Hallo Lars, moin. Und hallo Bro, hallo Leute, seid ihr gut drauf? Okay. Ich habe keine Ahnung. Wir gucken einfach mal. Ah, da ist es doch schon, oder? Ist das alles? Stempelstation Sonnenblickweg. Aha. Aha. Okay. Ah ja. Und das war's jetzt, oder was? Okay. Das ist jetzt alles hier, oder wie? Und jetzt gehen wir in den nächsten Raum, oder was? Aha. Aber es ist voll schön. Und auch richtig schön ist die Donation von Jens Ritter, Leute. Gerne mal ein paar Herzchen im Chat, Leute. Und Pilze. Yay! Ich danke dir. Ich lese doch gleich mal vor. Dude. Captain. Toad. Und der Schmetterling ist voll schön. Ich danke dir, Jens Ritter. Danke dir. Okay. Hi, Pius. Eine kleine Spende für dich, da du mich ausgewählt hast, meine Insel zu besuchen. Ja. Weißt du, wann das Video bei Dark X2 hochgeladen wird?
Das kam vor 2 Tagen. Hast du wohl verpasst. Auf jeden Fall danke dir für die 5 Euro, mein Lieber. Und ja, heute hast du auch nochmal die Chance, hier unseren Zuschauern deine Insel zu zeigen, wenn du möchtest. Schick sie gerne ein. So, und ich grüße auch an Andreas Susbauer. Ist das richtig? Hi, ich bin neu. Grüß dich. Hast du auch gerade abonniert? Ja, sehr schön. Willkommen auf dem Kanal. Willkommen bei Team Toad. Ich grüße dich. Ja, hier gibt es Animal Crossing Content und natürlich auch allgemein Nintendo Videos und Streams. Ja, danke dir auf jeden Fall. Und moin auch an Galaxy Guy und Delta. Hi. Und ja, wie viele Herzen darf ich im Chat schreiben? Oh, 3. Also in einer Nachricht, ne? Das passt. Habt ihr da schon ein Like da gelassen? So, Eugen, das war ja schon mal ganz krass. Gehen wir mal zu den Fossilien. 10 auch Inseln, die noch eine Baustelle sind. Durchaus, ja. Habt auch einen guten Rübenpreis, habt ein paar Rüben zu verkaufen. Okay, ich glaube, wir müssen nicht so gründlich suchen. Ich glaube, die kann man schon relativ eindeutig finden, die Boxen. Ja, mal gucken. Mal gucken. Oh ja, lol. Okay. Kreaturen, die tatsächlich keine Dinosaurier sind. Aha. Teil 1. Ach so! Es gibt 9 Stempel in jedem... Leute, okay. Es ist also doch nicht so lame, wie ich dachte. Okay, ich habe das dann falsch gelesen. Okay, alles klar, Dankeschön für eure Info, Leute. Dann suchen wir hier aber ein bisschen mehr. Okay, hier ist schon 2. Ja, 9. Okay, danke, Leute. Habe ich falsch gelesen. Willst du heute nur Inseln von Leuten, die du ausgewählt hast, besuchen? Ich mache gleich ein Google-Formular. Jeder kann seine Insel gleich einsenden. Es ist hier nichts vorher ausgewählt. Das war nur bei dem Quiz. Aber sonst... oh, Eleonore, moin. Hallo, meine Sisi. Wir heiraten ja bald, habe ich gehört. Ja, der Regen ist ja schon übergeben, Leute. Einige wissen es noch. So, das ist jetzt Stempel Nummer 3, okay. Jo, dann sind wir jetzt hier durch. Ja, okay. Ja, dann nochmal zu den Insekten. Alles klar. Welches Quiz? Das war kurzen. Da habe ich ja vorher Leute ausgewählt. Aber hier jetzt bei den Inseln, ne, da kann jeder seine Insel einsenden. Mit dem Dodo-Code, ja. Weißt du, wie mein Profilbild auf Discord ist? Nö. Nö. Das weiß ich nicht. So, nochmal zu Insekten, Leute. Und gleich geht's zu euren Inseln. Ich freue mich schon. Hat mir jetzt schon 3 Wochen lang nicht mehr. Ja, 3 Wochen lang hat mir kein Inselbesuchstream. Ja. Krass, ne? Moin noch an Instock hier. Hi, moin. Hi, hi. Der Regen war von mir, ja. Okay, so, hier hatten wir jetzt schon mal, ne? Ich glaube, jetzt ist hier nicht noch eine Box, oder? Man weiß es nicht, ne? Man weiß es nicht. Vielleicht hier? Nö. Da ist weiterhin nur die relativ unnötige Bank, ja. Und da. Ich glaube, hier ist nix. War das die? Ja, okay. Dann gehen wir mal weiter. So. Und gucken, wo die nächsten 2 sind, ja. Meine Insel ist Pflicht. Ja, wir werden sehen, ne? Vielleicht hast du ja Glück. Ah, hier ist dieser Raum. Ah, ich sehe schon, da oben. Da oben ist Box Nummer 2 oder... Ja. Doch, ja, oder Station. Nennen wir Station. Hallo, ihr Krabbler. Ich mag ja jetzt auch diese... Ja, ich kann Eugen auf jeden Fall verstehen. Ja, durchaus. So, geht's hier irgendwo weiter? Ja, ne? Ja, hier. Irgendwo muss ja noch die 3. Box sein. Bin irgendwie inaktiv in Animal Crossing. Hallo? Muss doch wieder spielen hier. Oh, der Raum ist immer noch so schön, Leute. Der ist so schön. Ich war hier schon lange nicht mehr drin. Zu viele Schmetterlinge hier. Wie schön. Ja. Und da ist Box Nummer 3. Der Schmetterlinggarten. Mhm. Ey. Dachte, man müsste Insekten fangen und sie abgeben. Nö. Du musst einfach nur durchs Museum laufen. Naja.
das ist halt der internationale Museumstag. Ich dachte irgendwie, man muss irgendwelche Fragen beantworten oder so. Keine Ahnung. Also ein bisschen Bildung, wisst ihr, Leute? Ich bin ja hier auch Bildungs-TV-Tendo. Ja. Bei mir lernt ihr immer viel im Stream. Ja. Immer sehr lehrreich hier. Spielst du Tomodachi live ab und zu? Nö, das habe ich ja mal als Stream-Projekt gehabt, aber sonst spielt sie nicht, nee. Und ich glaube, da sind wir auch durch mit. Also wir haben ja, glaube ich, 6, 7 Streams gemacht. Das reicht dann auch, oder? Geiles Event. Hallo, Blue. Hier ist Box Nummer 1 von den Füchen. Okay. Großer Fluss. Mhm. Okay, das war gerade lustig. Wie gesagt, fast schon lamer als der Tag der Natur. Aber auch nur fast. Großer Fluss. Ah, okay, hier können wir jetzt ja sehen, auch wo das ungefähr ist. Ja, echt nicht. Und lang. Und zwar Ozean, Tiefsee. Mhm. Okay. Ich glaube einfach mal in jedem Raum, ne? Also, gehen wir mal nach da. Willst du beiden mal wieder einen Quiz machen? Abwarten, abwarten für Farbenwirbel. Wer weiß, wer weiß. Ui. Da ist ja was los. Das sind aber viele Fischis. Oh, so viel Backfisch. Lecker. Iglo, wo bist du? Mh, lecker, lecker, lecker. Aber bist unrealistisch, oder? So viele Fische, die im Kreis schwimmen. Naja, okay. So, Stempel Nummer 2. Der Ozean. Yay. Das sind enormen Fische. Ja. Wo sind meine Fische? Die wurden mir geklaut. Ich will meine Fische zurück. Und da ist auch schon Box Nummer 3, okay. Ja, gut. Tiefsee. Oh, der ist aber schön. Der Fisch. So, wir sind durch. Oh, der ist auch schön, ne? Das ist Norms Fisch. Nice. Ja, wir sagen, gehen mal zu Eugen. Und sagen ihm, wir haben alle Stempel, Eugen. Nach wie vielen Minuten? Boah, 12 haben wir jetzt hier, aber wir haben ja nicht direkt angefangen. Sagen wir mal nach 8 Minuten, okay? Hat ja jetzt nicht so lange gedauert, ne? Ja, gut. Was meinst du mit 31 und 30, Bobos? Ich verstehe es nicht. So. Pius Marx, Big Toad for Smash. Biggest Loser? Hä? Ich verstehe nicht, was du meinst. Und Modern Skillman, hi. So, hallo Eugen. Was sehen meine Nackt-Eugen da? Nackt-Eugen. Nachtaktiven Augen. Sie haben die Stempeljagd der Insektenausstellung bewältigt. Ich habe alle, Junge. Ja, aber du musst das nicht dauernd posten. Ich sehe es selber, ne? Also, ne? Ich streame. Ich habe die Seite offen. Okay, was bekommen wir dafür? Irgendein Item, okay. Ein Stempel. Ah, was bringen wir das? Ich hab alle. Kollege, ich hab alle. Gib mir mehr. Nö, ich hab keine Fotos gemacht. Ich hab gestreamt. Ja. Ja, schön. Ich bin so gespannt auf die Preise, ne? Was wird es sein? Irgendeine Skulptur von irgendeinem Insekt oder Fisch? Ich glaube ja. Ja, es gleich sehen, ja. Wir werden es gleich sehen. Der labert ohne Ende. Ja, ich hab's. Ja, gleich geht's zu euren Inseln, Leute. So. Eugen, okay, danke. Ja. Und moin auch an, Doppel-F04, grüß dich. Ja, ich hab alle. Die Stempeljagd muss in eine wahre Wonne gewesen sein. Ja, klar, klar, die war voll episch und lang und so, ja. Die gefiederte Brust schwillt mir vor Stolz. Ah, ja. Mhm, interessant.
Ich danke Ihnen vielmals für Ihre Teilnahme und hoffe, Sie werden unser Museum auch zukünftig beehren. Okay, das war's jetzt. Ja, tschüss, Eugen. War schön mit dir. Immerhin winkt er zurück. Na, immerhin. Hallo, Marco. So, ich bin jetzt sehr gespannt auf die Items. So, machen wir die mal ja, hier auf. Oder stellen sie hin. Ja. Das war's wieder komplett. Ist alles für die Wand? Als ob. Ja gut, dann gehen wir halt ins Haus. Oh, wie mich das hier aufregt, ne? Jeden Tag liegen hier Äste. Es regt so auf. Die spawnen jeden Tag an derselben Stelle. Das ist halt, warum? Das ist doch, weißt du, ich habe hier auch, Leute, ganz neu. Ich habe hier Designs runtergeladen. Passt auf, Leute. Designs für meine Wege. Und zwar die Kanten und Ecken. Ne? Seht ihr das? Das sieht voll 3D-mäßig aus. Seht ihr das? Hier. Das war so aufwendig, hier die Ecken zu machen. Das habe ich bisher nur fürs Zentrum gemacht, ja. Diese Kanten hier. Hat mir voll Mühe gegeben. Ja. Voll schön, oder? Und vor allem, diese blöden Äste, die regen mich so auf. Vor allem hier. Hier ist immer einer, da ist immer einer, da ist immer einer und einer ist da hinten. Ja, danke, Tube. Und einer ist immer... Ach, heute mal nicht! Ah ja. Aber warum? Warum? Warum liegen jeden Tag an denselben Stellen die Äste? Was soll? Ist das bei euch auch so? Schreibt es gerne mal in den Chat mit Ja oder Nein. Das ist halt echt zum Heulen, ne? Jeden Tag an denselben Stellen. Was soll ich mit diesen blöden Ästen? Ja. Also. Da muss ich ganz dringend los, ja. So, wir gehen aber erstmal ins Haus jetzt. Und gucken uns die Sachen an. Und mal noch ein Zauberer HD. Hi. Nein, bei dir nicht, Tim. Okay. Äste und ein Stein sind immer auf dem Boden, falls man keine Materialien hat für Werkzeuge. Ja, aber come on. Was soll denn das? So, ja. Die Geschenke. Mein Zimmer ist aber übrigens auch neu. Zumindest hier für den Stream, glaube ich. Ja. Ein bisschen umgebaut. Aha. Also ein Fischding. Ein Insekten-Ding, okay. Und machen wir es mal so. Machen wir es mal so, Leute. So. Und dann das dritte. Genau. Fertig. Ja, immer, okay. Und hi erstmal. Hallo an Art aus Bot. Hi. Würdest du zu meiner Insel kommen? Bin aber noch nicht so weit. Ist nicht so schlimm. Aber ja, ihr könnt mir gerne gleich euren Code schicken im Google-Formular. So, das sind die drei Preise für das Museumsstempel sammeln. Ja. Einmal der Fisch, der Schmetterling und das Fossil. Mhm. Ja, sehr schön. Ja, und hier oben war ja vorher das Quiz. Das Studio. Hier ist jetzt mein Schlafzimmer und Spielecke. Ja. Aber noch nicht fertig. Also ich bin damit noch nicht zufrieden. Ich hab's einfach mal erstmal hingestellt, ne? Erstmal hingestellt. Aber das Bett ist eigentlich ganz entspannt. Ja. Aber noch nicht fertig. Überhaupt nicht. Aber ich weiß auch nicht, ob ich das hier so lasse. Ich weiß nicht. Bin mir nicht so sicher. Aber hier zum Fernsehen, ne? Aus dem Bett Fernsehen gucken. Ja, wenn er da mal hingucken würde. Ja. Provisorisch. Ja, immerhin, ne? Ja, ja. Was im Keller? Im Keller ist das Studio. Es ist umgezogen, Leute, ja. In den Keller. Krass, ne? Hallo auch ein Mew. Moin. Ja, hier ist das Toad Quiz umgezogen. Das Event wurde eingeführt, weil nur 2%, 0,2% aller Spieler sich das Museum angeguckt haben. Haha, du Ehre. Das verstehen jetzt die meisten nicht. Aber ja. Das kann gut sein. Aber ja. Ja. Wisst ihr, warum, Leute, er das mit 0,2% gesagt hat, Leute? Und zwar, YouTube stellt demnächst die Funktion ein, bei Videos oder Streams
eine Umfrage zu machen. Ne? Ihr kennt doch alle das I, ne? Ihr kennt doch alle das I. Wenn ihr rechts mit eurer Maus oder am Handy habt ihr manchmal dieses I oben, ne? Oben rechts das I. Kennt ihr ja, ne? Dieses Infozeichen. Da könnte man ja Umfragen machen als Creator. Und ja, das wird demnächst eingestellt. Laut YouTube nutzen das nämlich nur 0,2% aller Creator bei den Videos. 0,2. Das ist vielleicht, keine Ahnung, wie viele Kanäle gibt es? Ein paar Millionen? Wären es ja immer noch, ein paar Millionen ist gut, ne? Auf jeden Fall, ich kann es kaum einschätzen. Geht ja auch um die Leute, die selber Videos hochladen aktiv und nicht nur einen Kanal haben. Jedenfalls ist es, das ist einfach nur, das regt mich sehr auf wieder. Das regt mich wieder sehr auf hier. So, wir machen mal hier die Post auf. Abonniert Pius für eine Hochzeit, wo ich ihm den Ring für eine Nora schenkte. Ja, Pius, hast du mittlerweile den Riesensternsplitter? Ich habe immer noch nicht, ne? Keine Ahnung, du. Ich hatte schon lange keinen. Immer noch keck. Ah ja, Nico. Nochmal hier, keck. Sag mal, was habt ihr alle gegen mich? Road to Modrang. Ah, da will jemand ja schleimen. Du Scheißschleimer, du. Trita, willst du auch schleimen? Gerade bin ich ein wenig... Ich habe ja von ihr die Amiibo-Figur. Habt ihr mein Video gestern alle gesehen, oder? Ja? Meine eigene Custom Amiibo. Gerade bin ich ein wenig spazieren gegangen und habe mich an etwas Lustiges erinnert, das du einmal erzählt hast. Aha. Nur einmal? Ich erzähle immer lustige Sachen. Ich musste gleich wieder lachen. Ja, 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 das kennt man. Und das wollte ich dich nur wissen lassen. Ändere dich nie. Das könnte ja original so ein Brief von einem Abonnenten sein. Gerade das hier ist so ein Standardspruch. Bleib so, wie du bist. Trita, bist du Zuschauerin? So, noch ein bisschen hier Fußboden-Spots. Ja. Auf Ehre. John, haben wir auch was von mir? Hast du Bambus? Ja, glaub schon. Vielen Dank. Ja, bevor wir jetzt zu euren Inseln kommen, Leute, ich bin gleich soweit. Ich bin gleich soweit zu euren Inseln. Ich bin gleich fertig. Gehen wir noch ganz kurz, zeige euch nochmal meine Änderungen. Und zwar wohnen jetzt alle Bewohner hier. Das kennt ihr ja, denke ich. Hier mit dem Aufgang und so. Obwohl, habe ich schon mal gezeigt. Weiß es gar nicht. Hier mein Aufgang und so. Hier wohnen die Leute. Hier ist mein großer Marktplatz. Mit Anleitungen, mit was zu essen. Hier unten ist so ein Datingplatz. Hier können wir heiraten und essen. Ich und Eleonore. Ja, hier sind ein paar Stände. Hier ein paar Bänke. Auf ganz entspannt. Hier mein großes Projekt. Alle Steine in einen Ort, Leute. Das war heftig. Sehr zeitintensiv. Alle Steine in einen Ort. Hier hinten ist meine Baumplantage jetzt mit den Früchten. Mit den Schildern hier. Da geht's zum kleinen Mini-Strand, wo Rainer ist immer. Oder wenn er da mal wäre. Hier sind meine Früchte. Mit Erklärung für Dummies. Das ist eine... Ein Pfirsich. Ich musste gerade übersetzen. Ich hab den Namen da gesehen, dachte mir so... Scheiße, wie heißt er nochmal auf Deutsch? Hätte vielleicht eher das hier nehmen sollen, das weiß ich immer. Okay, schneiden wir raus. Ja, hier sind meine Steine, alles war aufwendig auf jeden Fall. Blaue Rosen von Dishan Air geht raus. Und hier, ganz neu, meine kleine Japan-Bambus-Park. Ja, was ist das? Was meinst du genau? Hier ist mein Bambus-Park. Ja. Fand ich optisch auch ganz nett, sowas zu bauen. Und dafür sind auch diese grünen Spots, die ich gekauft habe. Beziehungsweise bestellt habe. Ah ja. Dankeschön. Danke für nix, ey. Das ist eine Banane. Was für Bananen? Es gibt keine Bananen. Und was soll das hier werden? Ist das jetzt schief oder ist das gerade? Oh, warte mal. Das triggert mich schon wieder hier. Ist das dein Ernst? Ist das gerade? Ach doch, ich glaub schon. Ey, das regt mich schon wieder auf hier. Das triggert schon wieder... Hallo? Ah ja. Ja, wir erweitern unser Spielerlebnis. Mit Animal Crossing. So, währenddessen ich jetzt hier die Spots mache, könnt ihr mir euren Dodo-Code schicken über mein Google-Formular. Ich hole mal ganz kurz den Link raus und dann könnt ihr mir euren Dodo-Code schicken. Genau. Und falls ihr euren Rübenpreis wisst, schreibt den gerne dazu. So. Einmal der Link. Dann... Geht's gleich los mit euren Inseln. Ich freue mich schon.
Hab mir jetzt schon, glaube ich, 3 Wochen lang nicht mehr. Deswegen, ich freue mich sehr und deswegen... Leute, da ist der Code. 3-mal hält besser. Da draufklicken und dann mir euren Dodo-Code einsenden. Und Dankeschön fürs Abonnieren an Tim LP. Ich grüße dich. Hi, moin. So, ich platziere währenddessen meine grünen Spots, die natürlich in der Nacht am besten auffallen, ist ja ganz klar. So. Ich hoffe, das ist immer mittig. Darf man auch unfertige Inseln einsenden? Natürlich. Meine ist ja auch nicht fertig. Und ihr dürft natürlich alle eure Inseln einsenden, aber ich würde mich freuen, wenn ihr zumindest einen Einkaufsladen habt und das Rathaus oder das Service Center. Also soweit sollten die Leute von euch hier sein. Oder besser gesagt, soweit solltet ihr sein. Und alles andere ist egal. Aber der Laden sollte stehen und das Service Center. Und danke schon auch ans Abonnieren. Fürs Abonnieren. Lernen Deutsch bitte. Creeperman44. Dankeschön und willkommen bei Team Toad. Ich grüße dich. Insel ist rausgeschickt. Sehr schön. So. Heute lernen wir alle gemeinsam Sprachen. Wo ist denn? Hä? Habe ich da nicht gerade was platziert? Anscheinend ja nicht. Hm. So, habt ihr auch grünes... Wenn ihr irgendwelche Spots habt, Leute, dann gebt mir gerne welche. Ich brauche noch einige. Ich habe nämlich keine gelben, glaube ich. Noch... Ich weiß es gar nicht. Ich kann aber ganz kurz gucken. Hab ja die Shopping-App inzwischen. Ich sehe was Schönes heute. Nö, habe ich alles schon. Und zwar, noch ein Abo. Was ist denn hier los? Dankeschön fürs Abonnieren an MarioStar50. Grüß dich. Moin. So, ich zeig's mal ganz kurz. Fuß. Fuß sollte reichen. Da. Ich habe die Farben weiß, orange, rot, lila und grün. Falls ihr eine Farbe habt, die ich noch nicht habe, ich würde mich freuen, falls ihr mir eine schenken tut, wenn ich euch besuche. Genau. So. Um das mal ganz kurz hier zu erwähnen. Hab ein Formular gesendet. Sehr schön. Babius. So, habe ich noch einen? Ja, ich glaube schon. Dann wäre die Reihe, glaube ich, fertig. Ja, jetzt bin ich sehr gespannt, wie das in der Nacht aussieht. Ah, die muss noch weg hier, die rote. Ich habe gelb. Ja, gerne, gerne. Nehme ich gerne alles an. So, und dann fehlt noch für die ganze andere Reihe hier, wie ihr seht. Hier hinten lagern meine Rüben. Und sonst ist hier Baustelle. Einfach nur, ne? Hier ist noch tote Hose. So, aber ich hoffe, auf euren Inseln ist keine tote Hose. Und jetzt geht's auch los. Hallo, Julian. Oder Julian, hallo. Jetzt geht's los. Ja, hier wohnt jetzt Astrid. Die ist umgezogen. Ne, hier wohnt Astrid. Und jetzt alle in einem Ort. Die war ja davor da oben, ne? Vielleicht einige erinnern sich noch daran. Jetzt wohnen die alle hier in einer Reihe. Und ja. Dann gehen wir mal zum Airport. Und ja, Mareile hat ein bisschen größer, ihr Garten ist ein bisschen größer geworden. Der Baum ist hier weg und der Stein, ne? Alle Steine sind jetzt an einem Ort. Deswegen hat Mareile jetzt ein bisschen mehr Platz in ihrem Garten. Der war vorher eh zu klein. Und was möchtest du, Rodi? Möchtest du ausziehen? Karo-Hemd? Eigentlich nicht. Mag ich jetzt nicht so sehr. Ja, frag halt Thomas. Der ist aber gerade bei... Astrid im Garten, ne? Musst du da halt hinlaufen. Aber du bist ja eh Sportler, ne? Du kennst dich ja aus. So. Wir kennen uns auch aus. Wir finden den Weg zum Airport, ja. So. Rein da. Moin noch an Raphael. Hallo. Moin. Und ich sehe schon, Doppel-F04 muss los oder so. Alles klar, hau rein. Und moin an Instama. Hi, geht's dir gut? Okay, habe ich überhaupt noch Platz? Ja, was ist das eigentlich alles hier? Ich habe noch gar nicht reingeguckt. Ah, noch einer. Fußbodenspot. Bambus, das ist von, Jorna. Kinderangel. Ah, ja. Sitzgelegenheit, ah, das ist von Nico. Danke. Und nochmal. Ah, ja, das habe ich bestellt, weil meine sind scheiße. So, und wir gucken jetzt mal auf die Einsendungen. Hab da bisher noch gar nicht reingeguckt. Und dann sehen wir mal, wer heute der erste... den ich besuche ist. Das war schon wieder kein Deutsch. Du weißt, ich habe über was angefangen zu reden, ohne zu wissen, wie der Satz enden würde. Ja, das ist sehr belastend. Heute ist der 18. ne? Ja.
Und die erste Insel ist von Tim. TT Tim, okay. Dann mal let's go. So, ich möchte fliegen. Und dann müssen wir wieder den Dodo-Code einmal eingeben. Und in dem Moment mache ich das Bild immer schwarz, damit eben keiner nachjoint. Ne? Ich möchte ja relativ schnell eure Inseln begutachten und nicht, dass da noch irgendjemand, der hier denkt, ganz lustig zu sein, nachjoint. Deswegen mache ich das Ganze immer auf schwarz, ne? Damit ihr nichts sieht. Nur zur Info. Bin da, sehr gut. Per Dodo-Code. Das ist die erste Insel für den heutigen Stream. Aber wir machen natürlich einige heute. Keine Ahnung, wie viele. Das werden wir noch sehen. Aber durchaus einige. So. Und ich glaube, das passt jetzt. Hier muss man mal ganz genau achten, weil wenn man einmal falsch eintippt, dann darf man das ganze Gelaber nochmal hören. Das ist gar nicht geil. Okay. Das sollte aber passen. Deswegen, Leute, guckt ganz genau hin, wie euer Dodo-Code aussieht. Und vertippt euch nicht. Das wäre sehr ärgerlich. So, Abflug. Wir reisen zur ersten Insel. Das gefällt mir. Wie lange geht der Stream heute? Das weiß ich noch nicht. Haben wir gerade erst angefangen, vor einer halben Stunde. Also ganz entspannt. Pius hat viel Zeug in seiner Tasche. Also wie bei einer Frau, Cover. Ja, das stimmt. Das stimmt. Wir reisen. Du kennst ja meine Insel. Hat aber nicht ein... Was? Hat sich aber ein bisschen was getan. Ja, das immer. Also, die Inseln verändern sich ja immer, ne? Also, ist zumindest bei mir so. Ich baue meine Insel ja gerne mal um. Und die Ecke hinter der Japan-Ecke ist ja gewollt noch extra so baustellenmäßig und überall nur ein paar Bäume steht da rum. Damit ich noch Platz habe, um zukünftig irgendwas zu bauen. Und wir reisen zur ersten Insel. Ich freue mich. Da gibt's Obst. Es ist Obst im Haus. Das ist schon mal ganz gut. Es ist Obst im Haus. Mhm. Oh, schöne Zäune hier. Mhm. Das gefällt mir. Immer wenn du einen Besucherstream machst, bin ich entweder der Erste oder gar nicht. Okay. Ja, gut. Kann mal passieren, ne? Immer der Erste oder gar nicht. Ja, gut. Hast du Glück gehabt. Bist immer so schnell, ne? Anscheinend. Aber ich war schon länger nicht mal bei dir. Hallo. Moin. Lass mich vorbei. Er sperrt mich ein. Obst, ja. Es ist Obst im Haus. Hallo an TimX2. Grüß dich, du Mitglied, du Pius. Ja, hi. Ich sehe schon, er mag hier die Zäune sehr gerne. Das merke ich direkt, okay. Ja. Schöne Hecke hier. Okay, die Rüben sind jetzt nicht so schön. Und ich komme hier gar nicht durch. Hier ist ein Haus, aber Haus machen wir meistens immer als letztes. Aber wenn wir schon gerade hier sind, gucken wir mal eben rein. Es ist Obst auf der Insel, nicht im Haus. Ja, dann halt eine Insel, auf der Insel denn halt. Ja, okay. Aber im Haus bestimmt auch, oder? What? Ja, das denke ich mir auch so hier. Dankeschön fürs Abonnieren an Art aus Bot. Hi. Ich hoffe, das war richtig. Danke dir auf jeden Fall. Und was ist das? Hat er das selber gemacht? Kann man selber Tapeten designen? Wusste ich noch gar nicht. Geht das? Oder ist das jetzt... Was ist das? Hier könnt ihr auch mal meine Designs euch angucken. Habe ich natürlich eigentlich selber gemacht, ne? Ich habe hier... Nur das ist von mir selber. Moin. Und das hier. Die beiden. Das war's aber auch. Kann man selber machen, sagst du, Galaxy? Ja, ich meine, ich denk mir so, was ist das denn hier? Lol. Einfach nur mit A's. Ja, das geht. Ja, das geht, hä? Wusste ich noch gar nicht. Wieder was gelernt. Ja, schöner Raum auf jeden Fall. Siehst du jetzt erst, dass man selber Tapeten designen kann und Böden? Das wusste ich eh noch nicht. Habt ihr das alle gewusst? Okay. Hallo, Stefanie. Moin. Ja, schöne Küche auf jeden Fall. Da muss man mal einen Daumen hoch da lassen. Wie ihr im Stream. Ja, ja. Ja, sehr schön. Ich habe jeden Sonntag 10 Rüben verderben lassen und immer noch keine Fliege bekommen. Ich habe auch noch keine. Ich habe bisher auch nur Ameisen. Mhm. Ich habe das auch mal gemacht. Ah. Ja, da habe ich wieder was gelernt. Ne? Siehst du, Leute? 30 Minuten gestreamt.
der was gelernt hier. Der, also dein Haus ist auf jeden Fall, noch nie ein volleres Haus gesehen als heute. Anscheinend hat er noch nicht so viele Möbel, nehme ich mal an. Ja. So voll war ein Haus noch nie. Das ist neuer Rekord. Fliegen beim harten Boden. Wir können ja alle auf jeden Fall Deutsch. Was ist das hier? Eine Spielecke, die auch noch nicht fertig ist. Ist hier irgendein Raum mal irgendwie mit drei Möbeln voll? Okay, der erste, ne? Stimmt. Der erste. Das stimmt. So, Dishan lernt heute auf jeden Fall ein bisschen Deutsch. Genau wie ich. Hier ist sein Schlafzimmer. Okay. Das Bett finde ich mega schön. Oh, ist das geil. Das Bett ist nice. Das mag ich sehr gerne. Ich habe mir bei mir drei Fliegen auf Vorrat. Ich brauche eine Fliege, Kollege. Ich kann die mitnehmen, oder? Doch, glaube ich, kann die mitnehmen, oder? Aber sind die noch als gefangen? Ich glaube nicht, ne? Fliegen beim harten Boden wie Stein. Ah, okay. Dankeschön für den Tipp hier, Dishan. Ja, und hier seine sein Sportzimmer irgendwann. Okay, das Haus, ja, das ist noch nicht so voll, aber das wird schon noch. Das wird schon noch. Der erste Raum auf jeden Fall hat mich ziemlich überrascht. In Sachen Tapete und Boden. Damit habe ich nicht gerechnet. So, wir gehen weiter. Hier ist der Strand. Schöne Palmen, ja. Alle in einer Reihe. Also die hier. Die tanzt aus der Reihe. Und hier ist der Festplatz. Er ist ein Splatoon-Fan, das weiß ich schon. Deswegen hier auch die Splatoon-Flagge. Das Inkling. Oder der Squid, besser gesagt. Nicht Inkling. Inkling ist ja die Menschenform. Obst! Aber dass das hier ernsthaft noch ein Muster ist. Also du hast hier das Schnittmuster draufgelassen. Ist ziemlich schwach, Kollege. Das musst du noch verbessern, ne? Das triggert mich sehr stark. Das muss nicht sein. Hier ist auf jeden Fall Obst auf der Insel, ja? Kann man rüber gucken. Nice. So, wir gucken mal auf die Karte. Wie sieht die Insel so aus? Aha. Günther. Aha. Axel, der Ehrenmann. Oh, wie oft habe ich die schon gesehen, die Dörte, ne? Junge. Also den habe ich schon so oft gesehen hier. Auch die hier. Die hier auch. Und den auch schon. Ich finde den so hässlich, ne? Junge, wer ist das? Was will der von mir? Gott. Ja, Bewohner auf jeden Fall ganz große Spitzenklasse hier. Wir gehen mal zum Shoppen. Hier ist die Schneiderei, okay. Wir gehen mal als erstes rein. Kann gerne eine Fliege abgeben, wenn es geht. Ja, wir gucken da mal. Wir gucken da mal. Ja, was sagst du so bisher zur Insel, Leute? Macht auf jeden Fall einen guten Eindruck, oder Leute? Ja. Kennst du Galilei? Ja, kenne ich. Der YouTube-Kacke-Kanal, ja. So, was ist hier so? Aha. Ja. Oh, lol. Hosen. Okay, das ist ein Rock. Ja, Rocks Röcke. Röcke. Trage ich eher weniger. Wanderkopftuch. Es ist auch ein Mundschutz, ne, irgendwie. Passt ja jetzt zur heutigen Zeit. Nehmen wir mit. Oh Gott. Oh Gott, Hilfe. Aber einfach nur fürs Inventar. Ja, das reicht dann auch. Haben wir diese Mützen hier schon? Na gut, passt eh nicht. Man kann ja nur eine Sache nehmen. Das hier? Gymnastik-Shirt? Na, nehmen wir mit hier. Komm, easy. Und moin auch an Mohammed Star 59 und Gamer Toad. Hi. Und David. Hi. Ja, das war ein schöner Einkauf bei Kick. Bin zufrieden. Passt zu dir. Ah ja. Interessant. Ich muss jetzt leider essen. Kannst du meine Insel trotzdem besuchen? Ist die ganze Zeit dann offen. Ich mach's gerne, wenn du wieder da bist. Kannst dich einfach mal melden. Wenn du dann drankommst. Wo ist der Laden? Der Laden ist ja wohl da, ne? Okay, wir müssen da irgendwie rüber, Leute. Ja, netter Spielplatz. Aber auch noch nicht voll. Da geht auch noch mehr. Hier ist ein Brunnen. Der ist immer super, der Brunnen. Und
Hier wohnt jemand, aha. Habe ich meinen Stock dabei? Sehr gut. Ganz wichtig. Der Stock. Aber das hier musst du irgendwie anders machen. Also ich muss eine Brücke... Na, nee, ich würde die Brücke aber gerade machen. Am besten hier so, weißt du? Weil man kann die Designs, oder besser gesagt die Wege, die kann man nicht irgendwie so schön über die Ecken machen. Finde ich zumindest. Ja, wir gucken mal rein. Muss auch essen, aha. Alle am Essen hier. Ja. Hab Galilei früher geschaut und ich schaue es manchmal ab und zu. Macht er noch was? Pius, wenn du zu mir kommst, dann bekommst du ein Geschenk. Ui. So, was haben wir hier so Schönes? Oh, lol. Was ist das? Ein Flechthocker. Tata, was meinst du denn damit? Bin ich irgendwie lost oder so? Was will der von mir? Ich verstehe es nicht so ganz. Hast du was Schönes für mich hier? Lieber Schlepp. Irgendeinen schönen Boden oder so? Oder Tapete? Puh, wer macht denn sowas, ey? Warum sollte man so einen Boden nehmen? Das ist ganz schlimm. Ah, vor ein paar Tagen. Okay, haben wir Bro. Hab ich schon? Das Telefon. Achso, das mal. Ah, stimmt. Der hieß ja so, ne? Stimmt. Aus Animal Crossing, der Octo-Boss. Ich find's so lustig, Leute. Kann das sein, dass das Item gerade erst neu dazugekommen ist? Kann das sein? Weil Domi hatte das vor kurzem im Stream. Er hat's jetzt hier im Laden. Und ich hab's vor ein paar Tagen von der Akademie bekommen. Kann das sein? Dass es neu ist? Auf einmal sehe ich es überall. Ich habe es vor ein paar Tagen geschenkt bekommen. Aus der Akademie des schönen Hauses. Ja, ja, per Brief. So, ist da oben noch irgendwas? Ach, Animal Crossing, der Octopus. Ja, klar, klar, kenne ich. Alle mit ihrem Lockmittel. Echt jetzt, Leute? Ja, die wollen mich alle hier locken, locken, locken. Ich glaube, hier oben ist sonst nichts außer unberührte Natur. Ist das der geheime Strand? Ja, der ist aber größer als meiner, oder? Hallo Sevo, moin. Ist der... Ne? Sieht irgendwie größer aus. Ich glaube, der ist gleich groß. Ich glaube, der sollte gleich groß sein. Sah im ersten Moment ein bisschen größer aus. Oh, das ist schön. Nette Ecke. Kann man da irgendwie hoch? Ich denke mal schon. Ja, von hier. Oh, Dörte. Hallo. Sympathisch, man kann sie unterhalten. Ja, ja. Eine Elefantenrutsche. Ja, das ist schön. Hier macht er die Hecke bestimmt ganz durch, ja. Komplett durch. Ja, wunderbar. Hier dann irgendwie ein paar Blumen oder so. Oder auch die Hecke, keine Ahnung. Ja, wunderbar. Das wird hier wunderbar. Ist halt noch im Bau, ne, Leute? Ist halt noch im Bau. Ah, der ist heute auch da. Okay. Ja, hier wohnen ein paar Leute. Hier kannst du aber leider keinen Zaun machen, außer du reißt die Treppe nochmal ab. Um die. Ich mag es immer ganz gerne, wenn die Bewohner auch einen eigenen Garten haben. Ja, auf jeden Fall wohnen hier alle sehr nah aneinander. Das sieht man auf jeden Fall. Ui, eine schräge Brücke, das geht, ja. Aber hier kommen wir zum Problem. Das hier. Deswegen baue ich keine schrägen Brücken. Aus diesem Grund hier. Wegen dieser Ecke. Die triggert mich so stark. Ich kann das nicht... Weißt du, ich bin so... Ich will mal alles genau haben. So möglichst genau. Und diese Ecke hier triggert sehr stark. Da kann er nichts für. Da haben die Entwickler einfach nur geschlampt. Ja. Die triggert sehr. Ja, ich glaube, wir waren überall, ne? Ich glaube, da zumindest da, wo was ist. Ey, das ist mir ganz wichtig, okay? Das ist mir ganz wichtig hier. Ja. Ich glaube, wir waren überall. Hier ist ein Stein. Da ist eine Flaschenpost, Kollege. Mach die mal auf, sonst nehme ich die mit. Ist da was Neues drin für dich? Bleib mal kurz hier stehen. Wo ist das Formular? Ah, ich habe es noch gar nicht in die Beschreibung getan, ne? Tut mir leid, Insta war, ich muss da mal ganz schnell rein. Dodo Code einschicken.
So. Ich hau's da auch nochmal ganz gerne in den Chat rein. Da kannst du mir deinen Dodo-Code schicken. So, bist du jetzt mal da? Hallo? Was? Einige deiner Einstellungen konnten nicht gespeichert werden. Willst du mich verarschen oder was? Was willst denn du von mir, YouTube? Frechheit. Ist er jetzt drin, der Code? Ah, hier bist du ja jetzt endlich. Ist das neu oder? Hallo? Gönn dir mal. Und moin noch an Eiergott Kilian, grüß dich. Er hat wohl nicht verstanden, was ich will. Ich hab gesagt, du machst die auf, guckst rein, ob du die anderen schon hast. Und wenn nicht, dann kannst du mir sie geben. Aber so weit ist der IQ noch nicht. Alles nur Spaß. Dann halt nicht, ey. Da hau ich dich jetzt mit der Axt, ey. Ah, geht ja nicht, ne? So, hier, komm mit dem Kescher. So. Hallo, moin. Wie geht's? Ah, das ist schon süß, ne? Ah, wohl. Es geht, es geht. Okay, er hat sie noch. Oder besser gesagt, er hat sie noch nicht. Okay, alles klar. Gut, dann sag ich mal tschüss. Nett hier, aber noch einiges zu tun, mein Lieber. So. Dann sag ich mal, bis zum nächsten Mal. Also, das war Insel Nummer 1. Und wir reisen weiter zur nächsten Insel gleich, Leute. Die nächste Insel von euch ist gleich dran. Na, wie geht's, Bios? Ja, mir geht's wunderbar. Und dir, Kilian, hi. Hi, hi, hi. So. Das war's mit Insel Nummer 1. Es geht ab nach Hause. So, und Insel. Ich sehe schon mal gerade, ihr habt alle keinen guten Dodo-Code. Dodo. Okay, Leute. Jetzt machen wir aus hier. Das war gerade Lost Aktion Over 9000. Ihr habt alle keinen guten. Pius 2020. Ich sehe, ihr habt alle keinen guten Dodo-Code. Jetzt haben wir aus hier, ey. Keinen guten Rübenpreis. Oh, so schwer hier, ey. Okay, ja. Ihr habt alle einen schlechten Rübenpreis. Keiner hat über 100. Keiner. Das möchte ich nochmal betonen. Keiner hat hier über 100. WTF. Egal. Passt schon. Wir machen weiter mit der Insel von Greenix 2. Bist du da? Wenn ja, melde ich einmal ganz kurz hier im Chat. Und Michael muss los, oder wie sehe ich das jetzt hier? Und Tabara, ich adde keinen auf beste Freunde. Ich möchte nur möglichst wenige haben, die ich auch persönlich kenne. Weil, ne, warum? Ich meine, keiner muss auf meiner Insel welche Bäume aushacken. Oder, weißt du? Es muss ja keiner diese Funktion haben, weil ich das eh alleine mache. Deswegen braucht das auch keiner eigentlich. Und ich muss auch nicht den ganzen Tag irgendwelche Benachrichtigungen bekommen, wenn ich im Spiel bin, dass XY jetzt online ist, weißt du? Deswegen nehme ich da eigentlich keinen groß an. So, ich glaube, ich stelle mal ganz kurz Nikos Sitzgelegenheit ab. Wo ist die? Da, genau. Die habe ich mir bestellt, weil die eigentlich ganz schön sind, so ein Rot. Die bleiben natürlich hier. So. Yay. Er nimmt nur Profis in mich, ja. Was machst du da so? Rudi? Er schnüffelt an Blumen, okay. So, und wir schnüffeln auf der nächsten Insel. Greenix 2 ist da und jetzt gehen wir mal ihn besuchen. Und ja, falls ihr auch besucht werden wollt, in der Beschreibung ist ein Google-Formular und dort könnt ihr mir euren Dodo-Code einschicken, genau. So, Insel Nummer 2. Ich möchte fliegen. Wir fliegen ein wenig. Per Online-Modus, ganz wichtig. Willst du immer noch die Linien, wonach du mal gefragt hast? Wenn ich jetzt wüsste, welche Blumen das sind, ne? Warte mal. Google Bilder. Ach, die sind das, ne? Ich glaube, ich habe die. Wo habe ich die? Ich glaube, ich habe die Game inzwischen. Keine Ahnung. Bin mir gerade nicht so sicher. So, Dodo Code. Mal wieder alles hier zensieren. So. Dann
gebe den Code mal ein. So. Dann geht zur Insel Nummer 2. Nach Greenland, genau. Zensieren, genau. Heißt alles schwarz machen. Genau. So, Nianas. Pius, bei uns zu Hause ist gerade Umbauphase. Ich wechsle mein Zimmer. Mach das. Was baust du denn um? Alles? Ich denke, ich komme nicht dran. Boah, abwarten, dich schon abwarten. Kommt man auf jeden Fall dran? Nee, auf jeden Fall nicht. Weil ich weiß nicht, wie viele Einzelnen wir haben. Auf jeden Fall haben wir einige. Und alle schaffen wir niemals in einem Stream. Also alle, ne, kommen immer nicht dran. Das ist aber ganz normal. Aber ich sag mal so, früher oder später werde ich die meisten von euch, oder ich denke mal alle, irgendwann mal besucht haben, auf jeden Fall. Ja. Und sorry fürs Fragen, kein Problem. Muss jetzt auf zweiter Account gehen auf YouTube, weil ich nicht mehr auf Hauptaccount schreiben kann. Regt auf. Warum? Bist du von irgendeinem Mod hier gebannt worden, oder? Also nicht. So, Insel Nummer 2. Wir sehen, das Museum ist ganz nah am Festplatz. Wir haben hier, okay. Und ja. Läuft auf jeden Fall. Okay, ich weiß jetzt nicht, wie viele Einzelne wir haben. Ja, ich glaube, irgendwie über 20 auf jeden Fall, glaube ich. Und ja. Eine Insel dauert ja locker immer so, keine Ahnung, wie lange haben wir jetzt gebraucht? Ich glaube, 15 Minuten, ne? So 15, 20 brauchen wir immer. Weil ich mir die Inseln ja auch gründlich angucke. Und so. Denkst du, ich bin dumm? Dumm musst du nicht zensieren, mein Lieber. Aber warum soll ich denken, dass du dumm bist? Aber ich weiß nichts davon, dass dein erster Account gebannt wurde. Deswegen habe ich ganz normal gefragt. Aber okay. Hallo! Moin! So, gehen wir durch. Das Ostertor. Ich bin getriggert. Können wir die angucken, außer meine Kappa. Deine habe ich schon oft gesehen. Aber du hast ja viel geändert, deswegen freue ich mich, auch die wieder zu sehen. Ui, Basketballplatz, mhm. Ja, nice. Schön, schön. Oh, die ist ja mal nice hier. Ist das ein Item oder kann man das, also, ne, Item ist klar, aber ist das ein Objekt, das man kaufen kann oder ist das zum Craften? Ist ja voll schön. Nice. Nice. Also, ich habe die nicht gebannt, deswegen. Nice. Richtig schön. Richtig schön. So, gucken wir mal ganz kurz auf die Karte erstmal. Wer wohnt hier so? Ah, er hat sogar drei menschliche. Die kenne ich. Oh, er hat einfach den. Krasser Typ. Krasser Typ, ey. Obwohl meine Insel fertig, denke ich, werde nicht schaffen. Mal gucken. Pearson Hauptaccount wurde von mir getimeoutet, weil er mehrmals die Fragen gespammt hat. Okay, bitte keine Fragen spammen. Die Lampe ist ein Rezept. Oh, ich brauche diese Lampe. Die ist voll schön. Die ist ja mega nice. Die ist ja mega geil. Und der ist auch mega nice. Malte dich nicht. Okay. Da muss ich hin. Muss den besuchen. Hab den noch nie begegnet. Pius, was ist denn? Bin schon da. Hallo. Oh, das ist auch voll süß. Alle wohnen nebeneinander. Nice, nice. Da ist jemand gestorben. Petunia. Rest in peace. Und was ist das hier? Ich finde das voll schön. Gute Idee. So ein kleiner Mini-Weg. Ich komme schon hinterher. Keine Sorge. Ist das der hier? Sind wir jetzt da? Nee, was willst du denn an dem? Was ist das für einer? Erik, was soll ich bei dem? Ach, der craftet. Okay. Da gucken wir mal rein, oder? Er hat einfach auch Dörte. Ja, Dörte, ey. Was ist passiert? Dörte hat sich vermehrt, Leute. Die hat Kinder bekommen. Alle haben eine Dörte, aber ich habe meine Mareile. Mareile ist meine Ehrenfrau, Leute. Aber es gibt auch sehr viele, die Mareile haben. Aber Mareile ist einfach, die ist einfach geil, ne? Mareile ist einfach, genau. Genau, das wollte ich jetzt auch. Warte mal, was passiert eigentlich, wenn ich jetzt auch crafte hier? Warte mal. Das will ich jetzt mal wissen. Aber nicht so, hier sieht man nichts. Ach, hört auf, ne? Weißt du? Stell doch mal vor, Leute.
Nein, hör auf! Stopp! Ich brauche das nochmal ganz schnell. Stellt euch mal vor, es kommt ein random Typ in dein Haus. Du bist gerade an einer Werkbank, craftest was. Er kommt und nimmt deinen Platz ein. So, geht mir auch, was du da herstellst. Hallo? Gib her. Was machst du denn, Trinis? What is this? Keine Ahnung, du. Beste, ja. Okay, ich hab keine Ahnung, was das ist, aber ich nehme es mal mit. Den habe ich auch, ah ja. Den Erik, der ist schon süß, ne? Vor allem hat er so ein Weihnachtszimmer. Ey, diese Eis-Items habe ich noch nie gesehen. Die sind ja richtig schön. Lol. Was machst du da jetzt? Bist du am Schlafen? Warte mal. Nein, ich will nicht reden. Lass mich in Ruhe. Obwohl du ganz süß bist. Warte mal. Ich will mal was craften. Irgendwas. Ja, so ein Stein meinetwegen. Wo auch immer ich da gerade was herstelle. Okay. Man kann sogar zu zweit an einer Werkbank craften. Ja, nice. Okay. Ich sag tschüss, Erik. War schön mit dir. Schönes Zimmer. Du besuchst eine Insel, um nicht zu craften. Doch, ich habe keine Werkbank, bin zu arm. Ich habe kein Geld für eine Werkbank, Mami. So, hier ist unser Star, unser Promi ist da. Jetzt war schon klar. Unser Promi. Gunnar, du Katze. Du wärst der perfekte Mann für Polly. Für meine Katze Polly. Oh, what the hell? Hallo. Moin. Hey, sehr erfreut. Man nennt mich Graf Gunnar von Greenland. War nur Spaß. Ich bin auch noch keine Ewigkeit hier, weißt du? Ich bin immer sehr auf Tour. Da ist ja die ganzen Fans und so, weißt du, ne? Ja, kennst du, ne? Bist ja YouTuber, ne? Ja, genau. Business und so. Business boomt. Ich hab schon wieder die Aktien heute hier angeguckt und der Kurs ist stabil, weißt du? Richtig cool hier. Und du bist Pius? Ah, ich kenn dich. Ich hab dich schon mal in der Bildzeitung gelesen, ja, ja. Ja, die Bildzeitung redet immer von diesen D-Promis, ne? Ja, genau. Ich bin nur in der Zeit, ja, ja. Und bei der Süddeutschen Zeitung, ja, ja, genau. Ich gehe jetzt einfach zum Tresor und gönne mir mein Geld. Ah, hallo. Und sonst so? Wie läuft der Tag so? Jetzt führt ihn nochmal hierher. Ich hab zu tun, muss arbeiten. Okay, kein Stress. Streamst du oft, oder was? Du kennst doch gar nichts tun, ne? Der Keck, der putzt immer bei mir. Ah, deswegen ist es so sauber hier. Ja, ja, genau der. Genau. Der wohnt hier auch auf Greenland. Ah. Aber, ja, ich habe ein paar Insider-Infos. Weißt du, ich bin Leaker. Ach, du auch. Okay, interessant. Er heißt Einsamer Gamer. Oh, das ist immer sehr dramatisch. Ja, weiß ich. Der streamt auch wie du. Ich bin aber gar nicht einsam. Ich habe eine Katze Polly. Die pennt oben auf dem Dachboden. Was willst du von mir? Wisst ihr was? Ich bin der beste Leaker, deswegen mache ich auch so viel Geld. Ah, okay. Hau rein. Okay. Was guckst du mich so an? Ah, erstmal hier die ganzen Infos kopieren. Gunnar, wir machen mal ein Bild zusammen. Komm mal her, für Instagram. Komm mal her. Oder für TikTok. Bin ja neuestens TikToker. Komm her. Ja, du guckst auf jeden Fall richtig motiviert. Komm, wir müssen ein bisschen happy hier. Komm. Aktienkurs steigt bei Nintendo. Ja, du bist irgendwie nicht so, ne? Nicht so begeistert. Guck halt, wirst du mal her hier, Junge, du Keck. Der will nicht. Okay, dann ja, hau rein, Kollege. Auf jeden Fall haben wir jetzt ein Bild zusammen. Der ist schon nice, ne? Also der ist schon optisch hier ein... wo bist du hin? So, da. Okay, ich bin mal weg, tschüss. Wie heißt du auf TikTok? Ich kann dir gerne einen Link schicken. Ich bin jetzt hauptberuflicher TikToker. Das war ein Spaß, Leute. Aber ich habe jetzt tatsächlich einen Account seit gestern. Und ich lade da in Zukunft ein paar Memes zu Animal Crossing und auch zu Polly hoch. Oder allgemein so ein paar
kurze Clips. Hab schon 16 Abonnenten auf Instagram. Krass, Leute. Auf Instagram. Auf TikTok, Leute. Klickt da auf den Link drauf und abonniert mich. Ja. Und liked meine Videos. Mein heutiges Video ist jetzt 5 Stunden online. Hat einfach 500 Aufrufe. Nee, 642. 642. Das ist mehr als mein Video gestern auf YouTube. Das ist voll traurig eigentlich, ne? Ja, ja. Okay, machen wir weiter. Das ist eigentlich voll traurig, ne? TikTok supportet wohl besser als YouTube. Ja, ja. LOL! Sind wir jetzt hier in Las Vegas oder was? Ja, moin. Ja, moin. Okay. Schöner Leuchtturm. Mhm. Ja, gehen wir nach oben. Du möchtest gerne Raymond haben. Weiß gar nicht, wer das ist. Lol, genau. TikTok macht süchtig. Findste? Also ich lade jetzt ab und zu da so ein paar kleine Clips hoch. Aber ne, ich mach keine Cringe-Sachen. Da seid ihr bei mir falsch. Ja. Höchstens mit Toads. Aber nicht ich. So. Das war sehr schön gerade. Hat mir gefallen. Achso, das ist der englische Name. Ah, okay. Wusste ich noch nicht. Ich habe mich mit dem noch nicht so befasst. Oh, voll schön, ey. Also, das ist optisch echt nice. Ja. Viel zum Springen. Voll chillig. Das gefällt mir. Okay, Gunnar ist der deutsche Name. Alles klar. Mag ich sogar auch ein bisschen lieber. Ich mag die deutschen Namen von Animal Crossing eigentlich eh ganz gerne. Also zum Beispiel auch Eleonore ist ganz nice. Trita mag ich ganz gerne. Mareile. Sind alles tolle Namen, finde ich. Habe ich kein Problem mit. Entspannte Ecke, ja. Was heißt Ecke? Entspannte Bank da zum Sitzen. Mhm. Und hier Weg. Genau, der geht dann da hoch, ja. Ja, wunderbar alles. Sehr schön. Wer wird denn hier gesucht? Mit 100.000 Sternis? Ja, verdeckt das Bild erstmal. Ja, und hier geht's zum... Ah, wahrscheinlich, ne, wegen Rainer und so. Naja, du bist ganz lustig, ja, ja. Bist ganz lustig, ja, ja. Es ist wegen Rainer bestimmt das Schild. Ui! Schön! Nice, nice. So, und dann gehen wir mal hier oben runter. Okay, geht's nicht runter. Ja, hallo. Ich komme nicht mehr raus. Hallo an Finn, moin. Ja, toll. Okay, 3 Stunden später. Und lass mich nicht aus hier, ey. Was bist du für einer? Ah, ui. Voll viele Stühle. Ist hier ein Date? Ui, das ist Spielecke. Kann ich da runter? Nö. Aber hier geht's runter. Und moin auch an Tim. Hat jemand Claudia? Ich nicht. Und nein, meine Mareile bleibt bei mir, Tim. Mareile ist Ehre. Hallo, ihr Hühnermist. Das war meine erste Bewohnerin hier im Spiel. Hühnermist ist legendär. Hat Legendenstatus. Und allgemein, Mareile hat eh eine geile Persönlichkeit. Die ist nämlich große Schwester. Und die haben so. Also die Bewohner, die große Schwester sind, haben die geilsten Texte. Die geilsten Texte. Real Talk. Deswegen, eine große Schwester auf der Insel ist immer super. Weil Mareile hat einfach die geilsten Texte, ey. Mit ihrem Hühnermist und so. So, was gibt's hier so Schönes? Irgendwie auch gar nichts, ne? So vernünftig. Obwohl, das ist ein normales Mikrofon. Das hab ich noch nicht. Ich hab das Retro-Mikro, aber das normale nicht. Deswegen, ich nehm's mal mit. Hallo, No Name Air. Hi, moin. Brauchst du Sternchen? Nee, nee. Komm danach mit. Jo, mach ich. Das hab ich schon. Das andere auch. Was ist das hier? Ein Nähkästchen. Hab ich das? Ich nehm's mal mit. Und moin an Sunny aus. Bist du gut drauf? Moin. So, bist du auch gut drauf, Schlepp? Hast du was Schönes hier im Angebot? Okay, was ist das denn, ey? Das was hier für meine Eleonore. Ja, was ist das denn?
Irrsinn, ey, was ist das hier alles? Da denkst du, eins ist Müll, kommt das nächste. Das ist alles für die Mülltonne, morgen kommt die Müllabfuhr. Kannst du direkt mitnehmen. Direkt. Ja, und da ist jemand ganz lustig unterwegs hier. Also einige. Ich habe Marion mit große Schwester. Die sind so super. Die sind so super. Hallo Leon erstmal. Also große Schwester ist die beste Persönlichkeit hier im Spiel. Und danach habe ich diese Schlafmütze, wie man die heißen. Also sowas wie Tube und Guido oder Guido. Ui. Hier ist, denke ich mal, so ein kleiner, so ein kleines Café. Und mit Anleitungen. Entmonetisation. Nein, nicht wegen sowas. Nicht so ein Quatsch. Nur weil eine Nachricht im Chat ist, bestimmt nicht. Das kannst du vergessen. Vor allem, weil ich ja jetzt 100% werbefreundlich bin, weil neue Funktion auf YouTube. Man darf jetzt seine Videos und Streams selber auf Werbefreundlichkeit festlegen. Ne? Wenn du es falsch machst, kriegst du irgendwann einen Strike. Also, man muss schon ehrlich sein. Aber ich bin ja 100% werbefreundlich, ne? Schokoladen... Boah, ja, Junge, Alter. Jetzt geht's aber los hier. Jetzt hängt hier jemand ganz lustig an. Zum Glück haben wir gerade ein paar Mods hier. So, ich lerne mal ganz kurz die Anleitungen. Also einige... So, noch eine. Ach, die habe ich schon. Ja gut, das weiß ich. So. Summer Bro, aufpasst mit mir zusammen. Ich glaube auch Kieran ist da, oder? Kieran, bist du da? Wir brauchen dich. Wir löschen den immer. Das ist immer wieder ein neuer Tim. Holzstuhl, da habe ich auch schon. Ja, da jeder, oder? Ja, jeder. Der Uf, ey. Ja, der denkt jetzt auch wieder ganz lustig zu sein. Vogelhaus. Habe ich das schon? Ja. Okay. Auch weg damit. Ehrenlos, ja. So, was haben wir hier? Irgendwas Schönes? Ein Kartonbett. Aber ist sogar neu. Na gut. Eieiei. Ein neuer, aber... Kein Kommentar. Kartonbett. Ah, das ist so ein Goldfisch. Ah ja, uff. Man kennt ihn. Man kennt ihn. Ja, liebes YouTube, Grüße gehen raus. Kann ich auch nichts machen. Kriegt eure Nutzernamen mal in den Griff. Weißt du, ich würde sowas direkt einfach als YouTube gar nicht als Namen gelten lassen, aber Google, weißt du, die filtern immer noch das Falsche, ne? Aber so Namen filtern oder sowas, brauchen wir nicht. Wer braucht das schon? Oder dass man einfach, warum kann man nicht jeden Namen nur einmal haben? Weißt du, es gibt so viele Nintendo-Fake-Accounts und so, warum? Das kann man so einfach machen, aber nö. Haben die wohl keinen Bock drauf oder so. Grüße gehen raus, ich bin morgen bei Google Hamburg. Kappa. Erstmal eine Beschwerde einreichen. Wo willst du mit mir hin? Oh, da sind Blumen. Überall Blumen und da eine Vogelscheuche. Die ist auch voll schön, habe ich gar nicht, das Ding. Ja. Hier wohnt Mareile, oder? Nee, Rudi! Rudi, dich kenne ich doch. Das war mein zweiter Bewohner. Stimmt. Hab das Haus verwechselt, die sind bei mir nebeneinander. Mareile und Rudi. Hier gibt's was zu essen. Mhm. Hier ist auch ein Elefant. Sehr schön. Hier ist auch eine Flaschenpost. Guck mal nach, Kollege. Ob du das schon hast. Mach Deutschland in die Blackliste. Ich kann was anderes in die Blackliste tun. Ah, das wird ja auch direkt, Ah, nee, wird es nicht, ne? Warte mal. Ach doch, ich kann es gerne mal machen, ja. Wenn ich dann rausfinde, wo das geht. Ist sie neu? Also zumindest für dich nicht. Habe ich das schon? Nee, ich glaube nicht, ne? Nice! Neue Anleitungen. Sehr schön. Yay! So. Und ich mach mal ganz kurz hier den Filter rein. So. Wo geht denn das nochmal? Ah ja, hier. Ach komm, YouTube. Es ist anstrengend. Komm, ich will doch nur schreiben, ey. Ihr müsst mal sehen, was ich hier gerade machen muss. So.
So, okay. Wir haben gesaved. Sehr gut. So, wir haben jetzt ein bisschen was hier gelöst. Okay, jetzt kann er gleich aufhören. Schon viertes Mal. Ja, ja, wir bannen heute ohne Ende die Leute. Okay, was hast du da gerade gemacht? So, ich glaube, wir sind durch, ne? Schöne Insel. Hat mir echt gut gefallen, mein Lieber. Schöne Insel. Ja. Aber ich glaube, wir sind soweit fertig, oder? Hier ist so eine Bambus-Ecke, ja. Ich glaube, wir waren überall, ne? Fangs. Gucken wir auf die Anleitungen hier. Haben wir ein paar neue Sachen bekommen. Ich glaube, wie viel war das heute jetzt hier auf der Insel? Hat sich auf jeden Fall gelohnt, hier zu sein. ja, wie ist das, ey? Neu! La 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 la. Geht's auch schneller? Nö. Danke für nix. Das ist alles neu. Das Baumstammsofa. Das hier und das hier. Das hier habe ich gestern bekommen durch den Ballon. Fühle ich richtig. Muss ich später mal herstellen. Fühle ich richtig doll. Dieses Wasserspiel. Oh, ist das schön, ey. Ist das schön. Oh, also, ne, das fühle ich halt wirklich. Das ist so ein Brunnen. Mega nice. Fühle ich. Okay. So, tschüss. Wir reisen zur nächsten Insel. Pure Show Stream Layout oder oben links. Ach, oh, scheiße, ey. Oh Gott. Ja, ist okay. Ist okay. Mann, ey. Ist okay. Ja. Dankeschön. Oh Mann, ich denke nicht mal an diese scheiß Box da oben, ey. Ja, endlich, ey. Kann man jemanden abonnieren? Dann kann ich sie da einblenden. Oh Mann. Ja. 1A Abonnent. Ja klar, das sind immer diese Abonnenten, die danach wieder deabonnieren. Ah ja. Joa, dann, Das habe ich so nicht gemeint. Ach Gott. Ja gut, dann, machen wir den mal für heute aus. Ist auch gar nicht so schlimm. Weil, sollte jemand per Superchat donaten, wäre es ja trotzdem im Chat angezeigt. Und sollte jemand per Typee donaten, ist es ein anderes Donation- oder Alert-Fenster. Deswegen ist es halb so wild. So, aber Abonnenten wird jetzt erstmal nicht angezeigt. Also Pech gehabt, du Opfer! So, aber wir haben nicht Pech gehabt und wir sind auch keine Opfers. Wir besuchen die nächste Insel. Aber, ja. So, der nächste Besucher, genau. Der nächste glückliche Mensch ist Dishan. Aha. Ich darf mir wieder deine Insel angucken. Du hast ja ein paar neue Sachen, hast du gesagt. Bist du denn da, Dishan? Meld dich einmal ganz kurz hier im Chat. Ja. Hallo, Steve. Moin. Du bist da. Sehr gut. Ja, ich bin sehr gespannt. Er hat mir gesagt, er hat eine Burg. Ja. Deswegen bin ich sehr gespannt, wie seine Burg so aussehen wird. Und jeder, der möchte, dass ich ihn besuche, in der Stream-Beschreibung ist ein Link zum Google-Formular. Und dort könnt ihr mir euren Dodo-Code einschicken. Genau. So. Und jetzt geben wir mal ganz kurz gleich den Code mal ein. Da bin ich sehr gespannt auf Dishans Burg. Ja. Dishan ist hier, sehr gut, habe ich schon gesehen. Ich bin gleich sehr gespannt. Der soll mal 100 Euro donaten, der Typ. Ja, gerne. Aber bitte über YouTube. So. Wir geben den Code ein. Wo ist er denn? Da. Ich würde so gerne wissen, was das ist, ne? Hallo. Hallo, ich hab das ausgemacht.
Ach, Leute, ich bin absolut lost. Auf jeden Fall. Tim hat neu abonniert. Ja, vielen Dank, Tim. Fürs Abonnieren, ja. Naja, das hat jetzt mein Leben erweitert. Ich habe das Falsche ausgemacht. Aber jetzt ist das Richtige aus. Das war jetzt gerade peinlich. So, das passt jetzt aber. Okay. Der Code ist eingegeben. Meine Insel ist so klein. Dann musst du ein bisschen abreißen. Ich höre es ja immer noch. Aber man sieht es nicht mehr. Mann, ich will wissen, was, wer das ist. Mann, ich bin so neugierig jetzt. Ich hab's nicht gesehen. Was ist denn jetzt hier los? Jetzt wird nur so ein Hi, ey. Ich freue mich schon wieder auf die ganzen D-Abos nach dem Stream. Genau. Und Taftendo, was meinst du mit Code? Das sowas musst du nicht machen. Bringt es was, solche Lost-Leute zu melden? Du kannst du gerne machen, ja. Kannst du gerne machen. Ich kann auch mal. Ich komme, wir melden mal alle den Account, warum nicht? Vielleicht wird er seine IP-Adresse gesperrt. Zumindest wenn er nicht per VPN drin ist. So, ich melde mal eine Runde, so ganz nebenbei. Unerwünschte Werbung oder Spam? Ich muss auch ganz aufpassen, dass ich auch den richtigen hier melde. Nicht mal aus Versehen auf den falschen kommen, das wär's mal, ey. Was nehmen wir dann da? Eigentlich ist es. Was ist denn das, ey? Wir machen's mal als Spam. Ist ja auch Spam gewesen. So, das ist gemeldet. Okay, so, du Kollege. Ich rufe jetzt bei Susan an. Bei Susan, unser CEO hier von YouTube. Die macht dann hier ganz kurz einen Prozess. Und dann wird dein Haus gebannt, ja. So, ich habe mich jetzt gemeldet. Pech gehabt. Ah, so, jetzt erstmal ganz entspannt hier Animal Crossing. Die nächste Insel. Nicht mich melden, ja. Da muss man aufpassen. Oh Gott. Da muss man aufpassen. Ja. Dieser eine Dislike war wohl, ja klar. Aber diese Hater, ey. Dabei habe ich noch gar nichts gesagt heute, ey. Aber Leute, wusstet ihr schon? Ihr müsst aufpassen. Draußen. Aktuell geht unsere Angela Merkel geht aktuell rum mit einer Spritze und spritzt euch euer Blut raus. Habt ihr das schon gehört? Ja. Die geht aktuell rum. Die ist überall in jeder Stadt. Jeden Tag woanders. Ja. Die macht, nimmt euer Blut weg. Die ist eine Vampirin geworden, ja. Habe ich heute gehört auf Facebook, ja. Eine Königskrone. Ah, ja. Ja, danke. Bisschen Geld für mich. Damit ich wieder reich werde. Ja. WTF. Ich hoffe, dass du hast den Witz verstanden. Oder was heißt der Witz? Aber, ne? Die Verschwörungstheorien. Ja, ja. Ja, ja. Ja. Hab ich so gehört, ja. Facebook, ja, 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 klar, klar. Hey, lass mich hier raus. Hier wohnen ein paar Leute, okay? Gehen wir erstmal auf die Karte und gucken mal, wer denn hier so genau wohnt. Ach Gott. Okay, die ist immer noch süß. Der ist auch süß. Aber, ja, ein paar andere könnte man gerne mal abschieben. So, wir gehen aber jetzt erstmal zum Laden. Würde ich sagen, wo ist der? Der Trödeladen, der ist da oben. Lorenz habe ich. Okay, gönn dir. Da ist der Laden. Und da oben, ich sehe schon, da ist die Burg. Die zumindest so ähnlich ist. Nee, Bill Gates macht das. Der ist dabei. Der ist als Fahrer dabei. Irgendeiner muss sie ja fahren, ne? Hier ist das ein Pulli. Oh. Ach, wieso in Rot? Nein! Meine Welt, mein Leben ist so dramatisch. Wieso ist denn das in Rot? Wieso muss das in Rot sein? Klar, ey, ich bekomme schon die Tränen hier, ey. Das ist alles so schlimm hier, ey. Oh, bitte hier, Nepp. Tröste mich. Tröste mich. Ich will das in Rot.
Komm, erstmal hier ein bisschen Geld loswerden. Geld loswerden, ja genau. Geld bekommen. Du willst hier Geld los, lieber Schlepp. Und Nepp. So, was ist das hier alles? Was soll ich damit? Weg damit. Pure Scarves für mich, please. Ich gebe dir dann auch, wenn du mich besuchst, das Geld. Okay. 2 Millionen. Abonne Pews. Genau, und aktiviert die Glocke, Leute. Was? Willst du mich verarschen? Bist du, hallo, bist du Taipi oder was? Heute ist schon wieder Montag gewesen, ne? Warte mal ganz kurz. Haben die mir jetzt endlich mal mein Geld überwiesen? Sag mal, bist du jetzt Taipi, wo Kilian 100 Euro donatet? Und ich das Geld ja nicht kriege, weil Taipi sich denkt, wir haben technische Schwierigkeiten seit 3 Wochen. Ja, denken wir auch. Dieser Blick. So, haben die mir jetzt einmal mein Geld überwiesen hier? Die Abkassierer hier? Bin gespannt. Alles klar. Okay, interessant, interessant. Ja, bist ja genauso hier, ey. Was denn jetzt? Wen willst du ja nicht verarschen? Was willst du von mir? Ich hab doch gleich Platz, wenn ich das hier alles verkaufe. Da will mich ja nicht halb verarschen, oder was? Sag mal, wen willst du hier? Ich hau dir gleich sowas von hier, deinen Kopf ab. Mach gleich kurz einen Prozess. Was ist dein Problem? Ja, lach mich hier nicht aus. Wo kommt das denn jetzt her? Tim geht essen, alles klar. So, haben wir es jetzt einmal. Ist es jetzt in Ordnung? Na, Halleluja. Pff, da platzt schon wieder eine Schlagader hier. So, ich brauche nochmal Platz. Ich nehm die Kochnische mal mit. Besser als gar keine. Weg mit der Scheiße. Brauch Platz. So. Wir kaufen jetzt mal ein hier. Gönnung. Fuse. Ja, wir gehen gleich weiter, Leute. Gleich gehen wir weiter. So. Kochnische ist gekauft. Auch einfach mal für mein Inventar. Für meinen Katalog. So ist das hier. Für meinen Katalog. Hier bist du wieder da. Kannst du dann gleich meine Insel besuchen. Mal gucken. Jeder kommt dran, wenn es soweit ist. So, wir machen weiter hier. Folgt mir genau. Ich folge dir jetzt. Wie auf TikTok. Nee. Wo willst du nur hin? Kennst du deine eigene Insel nicht? Okay, das war jetzt gerade echt, peinlich. kennst du deine, oder war das zum Rundfühlen? Ich dachte, du willst da jetzt durchgehen oder so. Ich will zur Burg, Junge. Für mich zur Burg. Hast du, Orientierungsschwierigkeiten? Okay, hier sind die Gärten, der ist sehr schön. Den Zäunen hier mag ich sehr gerne. Warum hast du dein Inventar so groß? Du kannst dein Inventar erweitern, indem du beim, Automaten dir diese Tickets verkaufst. Du irritierst mich so ein bisschen. Du gehst mir ein bisschen zu willkürlich. Ich komme aus deinem hallo? Ich komme aus deinem G-Tempo, ich bin nicht klar. Alles wird gut. Ui, hier ist ein schöner Aufgang. Nice. Wird dir alles zeigen, ja? Klar, klar. Sehr schön, sehr schön. Hier kann man Merchandise kaufen. Hier, Leute, mein T-Shirt. Mein T-Shirt, ja, nicht das da, sondern das hier. Das ist mein T-Shirt, Leute. Toll, ne? Ich glaube schon. Das ist mein T-Shirt. Sehr nice. Sehr nice. Willst du einen Roboter? Jetzt gerade nicht. Passt schon. Kannst ihn ja eh nicht abnehmen jetzt oder einsammeln, wenn ich hier bin. Ui. Viele Solarzellen, ja. Wie machst du diesen Zoom? Doppel-Home-Taste drücken. Ist das so schwer? So, aber wir gehen jetzt mal zur Burg. So langsam. Ui, das ist aber auch schön hier. Ey, dann ist es schon nice, Dishan. Ja. Oh, Leute. Was ist das denn da? Was ist das denn?
Lol. Was ist das denn? Ist das eine, ist, was ist das? Also was für ein Item ist das? Ist das diese Trennwand oder? Nee, oder? Ist das ein anderes Item? Das ist aber interessant. Rainer im Knast. Ja, das ist voll lustig. Das ist voll lustig. Ey, die, deine Insel ist ja mega. Die ist ja mega. Oh, was ist das denn? Das brauche ich. Das ist ja hier so richtig Disco Party Party Party. Lol. Und hier auch erfolgreich denken, Leute. Er nimmt den Hut, das Hut-Ding als Kuchen. Ja, der denkt erfolgreich. Ja, ja. So, weiter geht's. Hier sind die Öffnungszeiten für den Kaffee-Ding da. 11 bis 19 Uhr, okay. We are open, ja, mal klar. So, oh, das hier ist voll schön. Ey, das ist ja alles, oh, lol. Optisch richtig schön. Ich gönne mir auf jeden werdenden Stream. Was gönnst du dir? Hier alle Steine, sehr schön, wie bei mir, ja. Hier baut er seine Blumen an und vermehrt sie, mhm. Japan-Ecke, wie bei mir, ja. Hutkuchen, ja. Hallo auch an Paul, moin, willkommen zurück. Die Außerirdischen sind da, Leute, das UFO ist da. Oh, ein Alien. Und da hinten ist Petunia gestorben. Die stirbt überall. Petunia, ich liebe dich auch. Hier ist der Mond, okay. Eine Strandbar. Oh, ich will auch. Oh, der Typ ist aber... Junge, was ist los mit dir? Das ist ja alles mega nice hier. Und Leute, schreibt mir gerne mal auch mal im Chat hier. Das ist ja nice hier. Sehr schön. Und wir waren noch nicht mal bei der Burg. Es ist ja nice hier. Was soll das hier werden? Ach, voll schön. Das ist Müll. Okay. Geld! Hier ist ein Spielplatz. Ey, die Insel ist ja mega groß. Die fühlt sich voll groß an. Hallo, Juan. Hi. Fühlt sich mega groß an. Diese Insel ist sehr inselig, ja. Das ist wahr. Hier ist ein Strand. Ganz klassisch. Hier gibt es was zum Spielen und zum Essen. Oh, der ist nice. Den habe ich gar nicht. Wo kommt man denn her? Den habe ich gar nicht, den Typen hier. Den Popcorn-Automaten. Hier zwei. Es ist alles schön hier. Mami, ich will auch. Schöner Weg zum Museum. Ja, es ist wunderbar. Da fällt mir nicht mehr viel ein, was ich hier kritisieren soll. Ist voll nice. Den habe ich schon mal aktiviert, Bobos. Ich kenne das, da kommt irgendeine Figur oder so raus. Ganz merkwürdig. Nice. Und hier, Leute, jetzt, Leute, haltet euch fest, oder habt ihr alle schon ein Like da gelassen? Jetzt kommt seine Burg. Zumindest soll sie so aussehen, so ähnlich, ne? Seine Festung. Hier wohnt König Dilshan von Hamburg. Ja. Hier mit den Silo-Dingern als Burgturm und so. Lustig. Und da wohnt der König. Hallo König, ich verbeuge mich von dir. Hallo König. Sehr schön, ey. Das ist echt nice. Lass mal hier ein Bild machen. Kann man sich hier gemeinsam hinsetzen? Komm mal ran hier. Mann, ein Bild fürs Thumbnail. Das nehme ich als Thumbnail. Hallo, komm her. Ich mache jetzt ein Bild fürs Stream-Thumbnail. Kriegen wir es hin? Ja, möglichst alle Türme drauf oder so. Ja. Dass mein Arm, by the way, durch das Ding durchgetriggert mich sehr, aber okay. Ist halt Nintendo, ne? Das ist von jemand anderen YouTuber. Das ist so eine andere Insel. Was? Er hat sich inspirieren lassen, hat er mir geschrieben. Ja. Er Chef, wurde ich gebannt? Nee, hallo Mariendo. Du bist da, ich sehe dich. Ich sehe dich. Aber sehr schön, sehr schön.
Ich glaube, wir waren jetzt überall, ne? Oder? Oder? Ich glaube, wir waren jetzt überall. Hier kommen wir gar nicht durch. Okay, ja, müssen wir da zurückgehen. Aber richtig nice. Haus, ach stimmt, Haus noch, ja. Fast wieder vergessen. Ui, Fußballplatz. Okay, das haben wir noch nicht gesehen. Oh, er hat sogar die Trikots nachgemacht. Zumindest das eine hier. Ist das von München? Nee, das ist FC Bayern München, oder? Oder? Ja, ich hab keine Ahnung, ey. Weil die habt ihr immer mit Rot, glaube ich, haben die. Aber ich hab keine Ahnung vom Fußball. Keine Ahnung, ey. FC Bayern und BVB. Ah ja. Siehste, FC Bayern. Ich bin Genie. Ich bin ein Profi. Ich kenne. Oh, ich will Anleitung haben, warte mal. Hab ich das schon? Überraschung Pfirsich? Ich hab den Bambus, aber. Den Pfirsich? Okay. Belastend. Kannst du haben, ja, guck mal nach hier eben. Und dann gehen wir in sein Haus. Hab ich das schon? Leute, das ist ein. Ich finde die Insel mega schön. Hat mir sehr gefallen hier. So, das haben wir jetzt neu. Okay. Gott. Oh, den Sarg bekommen wir. Nice. Meine Cousin liebt eh Bayern und ich hasse Fußball. Ich mag es auch nicht. Also, höchstens die WM mal gucken. Birnenteppich. Ich nehme dir alles mit. Okay, das habe ich sogar schon. Interessant. Findet ihr meine Insel? Ja, schreibt es gerne mal im Chat, Leute. Holzkommode, das habe ich schon. Oh, der Blumenbollerwagen. Der Blumenbollerwagen. Was? Das habe ich schon. Epic Fail. Was ist das denn? Ey, so viele Goldzahn hier. Sport ist Mord, ja. So. Oh, hier geht's noch weiter. Spielknie. Das ist, glaub, das habe ich. Ja. Aber hey, ein paar Fail, ja. Der Hype war größer als, ja. Aber hey, 2, 3 neue Anleitungen. Yay. 4,3 Sterne, sagst du, okay. So, wir gehen in sein Haus. Erstmal der Garten ganz kurz hier zu sehen, okay. Ab in sein Haus. Gut, hab aber über 10 Minuten gegessen. Über 10 Minuten, ja. Oh, lol. Okay, Flexer Nummer 1 am Start hier. Definitiv. Lol. Naja, das ist einfach einer steinreich, ja. Er ist Billionär, ja. Dilschan von Anhalt. Ui. 2 Duschen. Einmal eine goldene. Und einmal eine ganz stinknormale. Schwarze. Man kennt ihn. Habt ihr auch 2 Duschen übereinander, Leute? Ich schon. Wer hat das nicht? Ist ja voll normal. Nur am Fressen, ich. Was hast du denn Schönes gegessen? Ich habe heute Nudeln gegessen mit Tomatensauce und Hack. Oh, immer wieder geil. Das ist immer hier, das ist immer mega hier. Das ist immer sehr schön, ja. Ja. Ist immer sehr schön. Das ist ein Item aus dem alten Ägypten. Dort hat man geglaubt, das bringt Unglück. Oha. Unglück ist aber nicht gut. Und hier ist sein Arbeits- und Schlafzimmer. Mhm. Mit Bildern von seinen Bewohnern. Oh, Trita-Poster. Trita-Poster. Stimmt. Ich habe jetzt ein Trita Custom Amiibo. Heißt, ich kann mir jetzt ein Poster von ihr holen. Das ist ja mal nice. Stimmt. Habt ihr mein Video alle gestern gesehen, Leute? Ich habe ja gestern eine Trita Amiibo, meine eigene Custom Amiibo, die ich mir selber so ausgesucht habe, wie ich die haben möchte, bestellt. Und gestern kam sie an. Jetzt habe ich eine Trita Amiibo. Jetzt kann ich mir bei Harvey ein Poster gönnen. Und den Raum, den kenne ich noch. Sehr schön. Ich weiß gerade so ein bisschen das Knistern zu hören, irgendwie. Ist meine Capture Card wieder ein bisschen locker? Mit dem Kabel und so. Irgendwie war gerade so ein bisschen Knistern in den Lautsprechern zu hören. Also start immer neu. Das habe ich jetzt in letzter Zeit schon öfters gehabt.
Okay, jetzt klingt es wieder besser. Dunkel, ja, das ist ein mega schöner Raum. Mit der Musik vor allem sehr passend. Hier ist ein PC, ein Server hat er hier. Und ganz wichtig, ein Ventilator darüber, ja. Damit die Geräte auch nicht überhitzen. Ja, der Raum ist eh schön. Mit TT, yay, mein T-Shirt. Okay, raus hier wieder. Ja, weiterhin sein bester Raum auf jeden Fall. Ja. Ja, ich auch, Hammer Bro. So, ich glaube, jetzt müssen wir nur in den Keller, ne? Dann sind wir hier durch. Genau. Und dann gehen wir zur nächsten Insel. Ich glaube, einer, der hier meine Kücheninsel wollte. Der ist jetzt Essen erstmal. Okay. Ja, vielleicht bestelle ich dir einfach eine zweite. Weil ich glaube, ich nehme die erstmal, bis ich eine andere habe. Dann bestelle ich dir einfach eine per Post oder so. Kannst dich ja gerne auf dem Discord-Server mal melden, falls du noch gerade da bist. Ja, schöner Kronenraum. Hier macht er wohl so ein paar illegale Geschäfte. Ja. Oder Machenschaften. So. Ah, in der Küche waren wir noch nicht, okay. Du weißt, wie viel Sohn habe ich nie gesagt, Pokerface. Habe ich nie gesagt. Für das Poster musst du kein Amiibo haben. Wie denn dann? Ich kann die einfach so einladen, glaube ich, ne? Ja, hier die Küche. Tapete ist passend, aber nicht unbedingt meine. Ja, die Küchenzeile, das Küchending ist echt schön, ne? Ist echt nice. Seine Küche kommt mir voll groß vor. Hast du die größer gemacht? Die geht ja gar nicht, ne? Seine Küche kommt mir legit größer vor als meine. Das ist ja lustig. Meine kommt mir so klein vor. Okay, ja, geht ja gar nicht. Man kann die Räume ja nicht größer haben. Einfach auf Harveys Insel platzieren, okay? Ja, melde dich am besten doch mal privat, denn auf dem Discord, denke ich. Weil du jetzt bist in 2 Minuten noch da, das ist zu kurz. Das schaffen wir nicht. Dann machen wir es andermal. Läuft ja nicht weg, ne? Hab noch. Was hast du noch? Was hat er? Geschenke. Okay, ja, machen wir dann draußen. Da bin ich mal sehr gespannt. Mein neuer Code beginnt mit G. Aha. Aha. Rühmpreise, stimmt. Aber bisher leider keinen guten Preis. Leider. So, warte ich hier mal eben. Oh, Briefkasten hier in der Ecke. Auch eine sehr nette Idee. Ich habe mein Haus ja, der Eingang ist bei meinem Haus ja rechts. Deswegen ist ein Briefkasten da nicht so hübsch. Deswegen steht er bei mir auch relativ nah am Haus. Er ist am Haus. Sagen wir so. So, dann hau mal raus. Geschenk Nummer 1. Wandfernseher, ein größerer, stimmt, für mein Schlafzimmer, danke. Und hier haben wir eine Katana. Ich weiß gar nicht, was das ist. Aber wie ich sehe, ist mein Inventar auch voll und deswegen Dankeschön. Und bis zum nächsten Mal. Hau rein, Dirschan. Man sieht sich. Ab nach Hause. Katana ist ein Schwert. Aha. Hammer Bro kennt sich aus. Er ist einfach der Profi. Deine Insel hat mir sehr gefallen. Gerade, also das, überall ist was und überall schöne Szenen gesetzt. Gefällt mir richtig gut. Sehr nice. Also, zählt auf jeden Fall ganz oben in der Liga der schönsten Inseln, die ich bisher gesehen habe, auf jeden Fall. So, bevor wir jetzt zur nächsten Insel gehen, erstmal ein bisschen was ablagern und verkaufen. Katana für Japan Garten. Das ist japanisch für Garten? Hä? Jetzt verstehe ich gar nichts mehr. Es ist ein japanisches Schwert. Ach so. Okay. So, das ist meine Insel, Leute. Ist doch auch ganz nett, oder, Leute? Vor allem die beiden 4 Sitze da. Die da natürlich nicht bleiben. So, aber jetzt erstmal ein bisschen was loswerden aus dem Inventar. Sonst habe ich keinen Platz mehr. Das wäre kritisch. 0 Sterne. Was meinst du damit? Bei meiner Insel? Ich mag eigentlich meine Insel. Willst du mich jetzt schlecht machen hier? Will mich jemand kritisieren? Da ist mal Reile im Hintergrund. So, wir lagern mal ein bisschen was ab hier.
Alles muss raus. So, nehmen wir die mal mit. Wo setze ich die hin? Ich habe irgendwo eine Bank, ne? In 2 Minuten Briefkasten, alles klar. Ich habe irgendwo eine Bank. Oder diese Bänke. Hier, die mag ich mal so gar nicht eigentlich. So ein schwarz-weiß, nee. Nehmen jetzt die roten. Joa, warum nicht? Vielleicht brauche ich, ich will das hier noch umbauen. Also es bleibt hier so nicht hässlich. Also die Büsche müssen hier noch raus und so. Die Büsche müssen hier noch raus. Und was meinst du jetzt? Ich verstehe deine Nachricht irgendwie nicht, Paul. Deine neueste vor allem. Und Zimmerman, bitte deinen Code in der Beschreibung einsenden. Was machst du denn da, Astrid? Sie hatte irgendwelche Probleme auf jeden Fall. Das können wir festhalten. Ja, wo tun wir die zweite hin? Hm, schwierig. Jedenfalls, irgendwas wollte ich noch machen. Ach stimmt, wollt was verkaufen. Achso, du musst alles muss raus. Achso, stimmt. Okay, ja stimmt, ich hab mich gerade gewundert. Lenore sitzt da ganz entspannt am Baum, Mareile angelt. Ah, wunderschön. So, und wir gehen mal ganz kurz, ja, gehen wir erstmal zum Briefkasten. Ein Platz haben wir, ja. Gehen wir zum Briefkasten. Ein neuer Brief von Dishan. Wenn du es nicht haben willst, gib zurück. Okay. Was ist es denn? Was ist denn das Geschenk? Ah, da. Hey, oh, der Heldenroboter. Also doch, lol. Noch was? Hä? Ach, Tim. Moin, Grüße vom Mars. Vom Mars. Ah ja, bist du Astronaut geworden? So, der Heldenroboter. Wow. Das erinnert mich irgendwie an Nintendo Labo. Irgendwie schon, ne? Ja, geil. Ach, come on, Junge. Yay. Und da hinten fliegt ein Geschenk. Das nehmen wir mal ganz eben auf ganz entspannt mit. So. Easy, irgendwas Schönes vielleicht? Der richtige Bild beginnt mit G, okay. Okay, so, wir gehen mal ganz kurz ins Haus. Pius drückt den Roboter. Mach ich gleich nochmal. Ja, so viel zu tun hier. Ich will ins Haus gehen, kurz das umstellen. Roboter machen. Eigentlich muss man was verkaufen bei Nap und Schlepp. Damit ich wieder Platz habe fürs Inventar. Aber ich rufe schon mal den nächsten auf, den wir besuchen werden. Und der nächste, den wir besuchen, ist. Erstmal Dill schon abhaken hier. So, und der nächste, den wir besuchen, ist. Der Hammerbro. Hammerbro, bist du da? Ich dachte mal schon, ne? So, ja gut, irgendwie passt die Küche schon, oder? Weiß nicht. Ja, geil. Ich will mal umbauen. Hm. Wo stellt man die am besten hin? In die Mitte eigentlich, ne? Alter, Teppich, den fühle ich denn mal so gar nicht. So. So, dahin, du Keck. Dreh das um. Dreh das um. Wie kann man das nicht drehen? Dreh das. Wieso dreht er das nicht? Oh, wen willst du eigentlich hier... Hast du es da nicht rein, oder was? Ja, doch. Ich könnte schon wieder ausrasten. Dreh das! Er dreht das nicht. Wenn du es komplett greifen tust, dann dreht er das nicht. Drück A. Auf wen willst du denn hier verarschen? Dann halt so. Oh. Krampf, lass nach.
So, was mal gucken jetzt hier. Keine Ahnung, ey. Pius, ja? Zwischen hat einen Internetverlust. Uff. Ja, aber muss einen neuen Code machen. Ja, dann schick mal einen neuen. Ja, ich muss auch umbauen. Wie ich sehe. Das wird so noch nix. Das wird so noch nix. Ich muss irgendwas raustun oder so. Und am besten nehme ich die auch in Gelb. Ja, weiß nicht. Aber hey, ist doch ganz schön, oder Leute, die Küche. Da kommt kein Wasser raus. Was? What the hell? Wieso kommt da kein Wasser raus? Das ist eine bodenlose Frechheit. Das ist enttäuschend. Okay, ich gucke Discord. Das ist ja sehr komisch. Warum kommt da kein Wasser raus? Das ist ja komisch. So, ein bisschen was ins Inventar tun. Das nicht. Joa. Damit ich ein bisschen Platz habe. Das ist sogar das Antiktelefon. Lul. Weg damit. Und das gucken wir uns noch an. Okay. Alles klar. Dann mal los. Pius, die andere Seite von der Kücheninsel kannst du so machen, ob jemand isst. Ja, irgendwelche Küchengeräte habe ich auf jeden Fall. Irgendwas stelle ich dahin, das ist mir schon klar. Ich habe ja einen Esstisch. Oder einen Esstresen oder so ein Ding. Lol. Ah, ja. Man kennt ihn. Ah, ja. Ist okay. So, dann gehen wir noch ganz kurz zu unserem Nepp und Schlepp hier. Der möchte ja auf einer anderen Insel nicht verkaufen. Zumindest nicht so für einen hohen Betrag. Möchte er mir nicht geben. Weil ich angeblich zu wenig Platz im Inventar habe. Deswegen war das Ganze jetzt hier. Hallo, Guido. Moin. Was machst denn du denn hier so, Kollege? Hallöchen, Pius. Na, willst du auch was kaufen? Hopp, hopp. Ich will was verkaufen. Ich will das da und das auch. Ach, mein Sparschwein wird noch verhungern. Oh, Leute, war ich ja echt noch gar nicht drin heute. Hä? War ich heute noch nicht drin? Ich war noch nicht in meinem eigenen Laden heute? Was? Okay, wie ist der Rübenpreis? 105, lol. Ist sogar der Beste von allen heute. Ich habe von euch allen den besten Rübenpreis. Nee, einer hat jetzt mehr, und zwar Sebo. Nee, ist das Sebo? Doch. Grüße gehen raus. Sehe ich gerade im Formular hier. So, ich möchte aber verkaufen. 150 war noch zu wenig. Ich brauche mindestens 300. Mindestens. So, weg. Da. Miet. So. Ein bisschen Cash. Von Dilschan gesponsert. 1.800.000. Sehr schön. Mhm. Hä? Das hat er direkt überwiesen, okay. Okay, was ist das? Ein Magnet-Messerhalter, nehmen wir mit. Auf ganz entspannt. Easy. Und das da? Nehmen wir auch mal mit. Warum nicht? Pius, bei einem zu hohen Betrag, den du nicht mitnehmen kannst, ja klar. Aber bei einer fremden Insel machen die das nicht. Ja, das ist das Problem. Gut, den Rest habe ich schon. Mein Körper war ungewöhnlich, alles klar. Ja, das passt soweit erstmal. Jetzt gehen wir erstmal auf die Insel von Hammerbro. Hammerbro, wir sind unterwegs zur nächsten Insel. Jetzt habe ich Discord gar nicht offen. Gehen wir halt ans Handy. Ich mache es immer zu, um möglichst das Internet nicht auszulassen. Wie ich sehe, haben wir ein paar neue Discord-Members. Und zwar Mohammed Star. Alistar. Was habt ihr leider mit einem Star?
Daniel, nochmal ein Daniel. Warum joinen heute alle zweimal? What the hell? Lol. Und okay. Okay, anscheinend hatten wir irgendeinen, der heute hier irgendwie gespammt hat oder so, währenddessen ich im Stream war. Alles klar. Mhm. So, ja. Okay, so. Der Code von Hammerbro. Heute ist der Gerd da, aber ich habe eigentlich gerade gar keinen Verlangen, da irgendwas zu kaufen. Bin eigentlich ausgesorgt mit Büschen und auch den anderen Pflanzensorten. Meine Standard-Pflanzensorte waren ja die Rosen. Das sind eh die geilsten Blumen, finde ich zumindest, dass die Rosen eh die geilsten sind. Ja, und wir fliegen jetzt mal zu Hammerbro. Jemand besuchen, genau. Per Online-Spiel. Kauf erstmal ein bisschen Apfelsaft. Prost, Leute. Prost. Der Roboter hätte dir sonst 30 Rossportale. Ja, das ist krank. Hätte ich niemals gebaut. So ungefähr. Danke dir erstmal, Dishan. Bewährter A, sehr schön, Farbtendo. Da können wir es dann doch noch machen, denke ich. So. So, und wir gucken mal auf die Insel von Hammerbro. Er meinte, er ist noch nicht so weit. Okay. Dann kann ich dir gerne vielleicht mal ein paar Anreize geben, was du bauen könntest, wenn ich dann irgendwas bemerke. Und ein bisschen einkaufen bei dir halt dann, ne? So, der Code. Der Code. Ah, ne, wir können es nicht machen, weil meine Kochinsel gerade selber im Haus ist. Ich bestelle einfach nur noch mein zweites, hab ja eh genug Geld. NLS. Ne, S ist. Oh Gott. Ah, Lost Hendo, Junge. Erstmal die ersten drei Buchstaben gesagt. Lost Hendo heute wie am Start hier, ey. Und kennt ihn. Aber ihr wisst nicht alle, deswegen könnt ihr damit gar nichts anfangen, ja, ja. Ja, ja. Ja. Man kennt ihn, ne? Hab ja schon Pläne, ah ja. Muss noch alles umgesetzt werden. Dann mal ran hier, los, los. Kannst du mir einen grünen Spot und ein Wasserspiel geben? Brauche es. Ja, mal gucken. Also, ja, kann man machen. Muss mal gucken, wann. Erster wird das Wasserspiel gleich mal selber herstellen, wenn wir jetzt hier fertig sind. Gleich bei Hammerbro. Muss einen neuen Dodo-Code einreichen. Switch ging in Standby muss. Aber machen wir den anderen mal. Ich muss eh eine zweite erstmal bestellen. Schreib mir einfach auf Discord. Dann gucken wir weiter. Auf ins Neuland, genau. Wir reisen ins Neuland. Ja. Ich kann das Wasserspiel machen. Kein Problem. Muss nicht sein, Paul. Hab ja jetzt selber die Anleitung. Oh, lol. Black Screen, stimmt. Stimmt. Ich muss es ja nur noch herstellen. Regenbogenflagge oder Regenbogenboden. Ja, Boden. Ab nach Blackland, genau. So, auf der Insel von Hammerbro, meine Mod, ja. Oder Admin, je nachdem, wie man es nennen möchte. Ja, diesen Keki nennen möchte, ja. So, wie sieht seine Insel so aus? Moin. Hallo. Fun Fact, diese Raid Shadow Legend Werbung gibt es jetzt auch auf Deutsch, als ob. Kam die gerade hier im Stream? Hallo. Jens, das weiß ich noch nicht. Je nachdem, also es geht immer nach der Reihenfolge. Und Kanalmitglieder. Ich glaube, heute hatten wir gar keinen. Nee, heute nicht. Dann hat heute jemand keiner heute. Lernen Sie reden. Dann hatte heute keiner hier einen Vorteil. So. Schwierig. Okay. So, wir gucken uns um. Gucken, denke ich, erstmal mal auf die Karte. Was haben wir hier so? Er hat auf jeden Fall schon mal das Service Center. Okay. Roland! Der ist voll süß. Wie zu Roland. Roland, wo bist du? Aber der hat immer so doofe Texte, ey. Das ist das Problem.
Roland ist so süß. Ich krieg von TikTok. Was? Du kommst oder was meinst du? Bist du neu oder was? Alles noch in Planung, ja. Hey, aber hier, netter Platz auf jeden Fall mit den Bänken hier, der Laterne, ja. Geh mal einkaufen. Ui, Roland, ja, der ist echt süß. Aber leider hat er so doofe Texte. Ich meine, diese doofen Sportler-Texte regen so auf. Immer dasselbe. Hast du heute schon viel trainiert? Hast du heute schon geschwitzt? Hast du heute schon 10.000 Liegestütze gemacht? Nee, hab ich nicht. Hast du heute schon Ring Fit gespielt? Auch noch nicht, nee. Gut, nix besonders dabei. Hallo an Pascal Merz, grüß dich. Moin, moin. Hier ist ein Lager, hier ein... Bin... zum Campingplatz. Schwieriges Wort. Hier ist die Schneiderei, Und da ist der Trödelladen, zwar noch der erste, aber wir gucken mal trotzdem rein. Kann mir jemand seinen Dodo-Code schicken? Wenn ihr untereinander ein bisschen spielen wollt, könnt ihr es gerne machen, ja? Okay, hier ist auch nichts Besonderes. Geh wieder raus. Da ist nichts Besonderes. Werbung. Wo Werbung? Aber TikTok hat heute die Werbung, oder was? Komm, ich verstehe hier gar nichts mehr. Bin wieder ein bisschen lost. Hier werden unzählige Blumen gepflanzt und gefarmt. Hier ein paar Bäume. Was kommt hier hin? Das Museum? Ah, der Laden zieht um, aha. Hier wohnt jemand. Ja, man sieht, das ist meine Anfangsinsel. Hier geht noch nicht so viel ab, wie man sieht. Hammer Bro, ist noch alles Neuland. Holst du dir das neue Paper Mario oder wartest du noch? Worauf soll ich warten, ihr Dritter? Klar, ich kaufe mir jedes Nintendo-Game, jedes Mario-Game und so. Am Release, das ist... Das spricht, vor allem, weil ich Paper Mario bisher immer ganz nice fand, auch Color Splash und so. Da mochte ich einfach nur das Kampfsystem nicht. Und da es jetzt wieder besser ist, habe ich damit kein Problem. Ich freue mich sehr drauf, das neue Paper Mario. Habe ich auch alles im Stream gesagt, wo wir uns das angeguckt haben. Also ich bin sehr begeistert davon. Und ich mochte Color Splash auch ganz gerne. Nur... das Kampfsystem mit den blöden Karten, mit dem Gamepad, Junge. Du musst jetzt die Karten erst einfärben auf dem Gamepad und dann rüberwischen und dann angreifen im Spiel. Das fand ich alles furchtbar. Aber jetzt ist es ja wieder ein bisschen, jetzt geht es wieder ein bisschen klassischer zu. Und mit allem anderen war ich zufrieden. Optisch war es nice, Musik war toll, Gameplay hat mir gefallen, es war lustig immer zum Teil. Und deswegen... war ich immer sehr begeistert. Deswegen frage ich, aber gut, wenn alles leer ist, Bro, frage ich mich, warum hast du deine Insel eingesendet? Wenn du halt wirklich nichts hast. Das ist so meine Frage, aber okay. Naja. Kann man ja trotzdem mal einmal rumgehen. Jedenfalls, das neue Paper Mario begeistert mich schon sehr. Und wenn die Story wieder ein bisschen intensiver wird, das Kampfsystem ist schon besser als im Teil davor für Wii U, ist für mich alles super. Toads haben wieder individuelle Kleidung. Auch wunderbar. Also, alles super soweit. Ja, gehen wir an sein Haus. Wo ist sein Haus? Wo ist sein Haus? Ah, da. Wir gehen mal ins Haus, Leute. Das ist das hier, die Hürde hier. Die ist schon ein bisschen größer. Genau. Oder die Sticker in Sticker-Style. Ja, war auch schlimm. Aber da es jetzt wieder ein bisschen klassischer wird, ist alles soweit. Wunderbar. Keine Schlafecke hier, aber sowas mag ich mal so gar nicht. Ne? Diesen Schrank kann ich überhaupt nicht feiern. Pius, brauchst du die Sterni, den Sternenwand und Boden? Wer meinst du den aus deinem Hobby-Arbeits-Space-Raum da? Oder welchen meinst du? Oder waren das Sterne? Bin mir nicht so sicher. Ja, das wird die Küche noch ein bisschen ärmlich eingerichtet, ja. Individuelle Kleidung gab es auch mehr oder weniger in Color Splash. Ja, aber nur sehr wenig. Ja, da gab es da so einen Zugschaffner. Oder nicht Zugschaffner, wer ist denn der? Zugführer? Also der halt vorne im Zug sitzt, ne? Sie wissen Bescheid. Wer ist denn der?
Den gab's, ja, klar. Aber größtenteils sind alles dieselben. Was ich ein bisschen schade finde, ist, dass man jetzt im neuen Paper Mario Trailer, dass die Bombe, die ja anscheinend ein Begleiter ist, sogar einfach nur Bomb Omp heißt. Also das heißt einfach nur so. Und das sieht auch genauso aus. Wieso? Wenn man schon wieder Partner einführt, wieso hat man halt, keine Ahnung, irgendwelche besonderen? Keine Ahnung, wieso nennt man den nicht Bombert oder so, oder? Bombe. Die Bomben eher, nicht weniger. Das wäre noch kreativloser, aber keine Ahnung. Wieso ist das einfach nur normaler? Das verstehe ich nicht. Ja. Also ich schade finde, dass man keine Red Coins in Mario Maker 2 machen kann und dadurch Items bekommen kann. Du meinst diesen Ring, ne? Stimmt, ja. Stimmt. Warum nicht, ne? Warum nicht? Wie nennt man einen legendären YouTuber? Views, genau. Hallo, Leute. Oh Gott. Ich dachte eben, das wäre hier so eine Schule, ey. Wegen den ganzen Sachen hier. Aber nee, das ist keine Tafel, das ist ein Fernseher. Ein bisschen RTL. Oh. Gucken jetzt ein bisschen Frauentausch. Ey, lass meinen Frauentausch an. So. Hallo. Moin. Das ist eine Quiz-Sendung, das ist kein Frauentausch. Willkommen bei Werbemillionär für Arme. Die 1-Million-Euro-Frage. Was kann man auf YouTube neben dem Abonnieren auch tun? Wissen Sie das? Keine Ahnung, ey. Liken? Eventuell, ja. Geht's doch besser? Oh, keine Ahnung, ey. Ah, ich hab's! Glocke aktivieren! Sehr gut! Habt ihr schon die Glocke aktiviert, Leute? Halt, stopp! Ich dachte eben, der disconnected jetzt hier, ne? Das wär's noch, ey. Das wär's noch. Die Galaxy-Böden bei meinem Zockerzimmer und meiner Küche sind so groß aus, weil ein Jahr ist. Aha. Ah, wir waren noch nicht im Keller, okay. Wir waren noch nicht im Keller. Ja, gut. Aber Bro, Spitzenleistung, mein Lieber. So ein volles Haus habe ich selten gesehen. Das ist Hilf mir. Das ist die Folge Hilf mir. Ich habe Pius nicht abonniert. Haha, Ehre. Ja, das kann durchaus sein. So, ich würde sagen, wir reisen ab. Und sehen uns in 3 Jahren wieder, bis du immer fertig bist. In 1 bis 3 Jahren. Ja. Auch rein. Ah, Geschenk hast du noch für mich. Okay, jetzt bin ich gespannt. Ja, gerne, Tischer, warum nicht? Was krabbelt da hinten? Ach so. Sah so groß aus. Du schenkst mir Geld? Aha. Hab eigentlich genug, aber trotzdem, danke. Tschüss. Noch mehr? Warum? Ich hab 9 Millionen was auf dem Konto. Okay, danke. Du siehst ein bisschen, ich will ja nicht sagen, du siehst ein bisschen, ärmlicher aus. Das wäre so, als würde mir gerade, als würde mir ein Hartz-IV-Empfänger sein letztes Geld schenken, obwohl ich gerade Multimillionär bin. So sieht es aus. No hate. Tschüss. Der war hart gerade, ne? Der war hart, ne? Ja. Tatsache mit Pius. Ja. Genau. Es geht wieder nach Hause. Es geht nach Hause. Wir reisen nach Hause. Zur schönsten Insel der Welt. Toad Island ist das Paradies in EU West. Es gab niemals eine schönere Insel. Nein, mein Geld! Ja, das war's an dieser Stelle wieder komplett. Aber hey, wir haben halt dem Hartz-IV-Empfänger sein Geld zurückgegeben. Hat doch auch was. Ich meine, ich bin Multimillionär, ich bin YouTube-Partner, aber ich bin mal mehr, ey. Bald auch noch TikTok-Star, gibt's da eine Partnerschaft? Glaub nicht, ne? Hab jetzt nochmal Geld? Uff, ja. Ja, das war's an dieser Stelle wieder komplett. Ripped, okay, das hast du dir ja wieder, ne? Okay, irgendwas soll ich noch machen? Bin mir gar nicht so sicher. Das was wie. Hast du was Schönes hier im Angebot, lieber Gerd? Hast du irgendwas Schönes?
Ja, wir gucken mal. Briefkasten, okay. Hab 5 Minuten in dem Crossing, ja. Ich habe noch ein bisschen mehr, glaube ich. Die kenne ich gar nicht. Die kenne ich überhaupt nicht. Ein Gelb-Duftblütensetzling. Aha. Nehmen wir mit ein paar. Warum nicht? Pius, ich brauche das Geld nicht. Ich bin Multimillionär. Auch Pius, nein, mein Geld. Ja, ist aber immer so. Auch ein Millionär heult über jeden Cent. Ja gut, jeden Cent jetzt nicht, aber über mal so eben 1000 oder 300.000 würde der Millionär auch rumheulen, glaube ich. Ja. Und dann kommt Dilshan mit 360 Millionen. Ah ja. Ach so. Joa. Okay. So, ich wollte gerade sagen, was ist das denn jetzt hier? Okay, ja. Wir haben wieder Post bekommen. Wir haben ein bisschen Post. Von Alex. Tüte. Ah ja. Von Dijon. Ein DJ-Set. Nice. Jetzt können wir Party machen mit KK. Pius 1 und 1. Das ist ein DSL-Modem. Jetzt kommt hier ein DSL-Modem, ey. Pass auf, Junge. Ja, genau. Jetzt kommt hier ein DSL-Modem. Jetzt einfach das DJ-Set. Party! Schauen wir mal an. Hier irgendeine Disco-Musik. Ein neuer Abonnent. Wir gucken mal nach hier. Stefan, Dankeschön fürs Abonnieren. Willkommen auf dem Kanal. Willkommen bei Team Toad. Grüß dich. Moin. So, gibt es hier irgendwelche Partymusik? Das hier. Fühlt ihr es, Leute? Fühlt ihr das? Willkommen zur Party, aber ich bin hier so ein bisschen alleine. Ich habe auch ein paar Freunde. Hallo, wir gehen mal zu ein paar Kollegen. Komm, irgendeiner, der hier ein bisschen Party machen möchte hier? Komm, Corona ist zu Ende, jetzt geht's los hier. Ist hier keine Sau? Hallo, wo seid ihr alle? Hallo, Bewohner. Rudi ist schon wieder am Trainieren. Komm, irgendeiner muss ja hier irgendwo sein, komm. Tube! Kollege, du sitzt ein bisschen ungünstig, genau. Tube, bleib hier! Ja, da hätte es eh besser. Genau, hier. Hier ist doch ein toller Ort. Bleib hier! Bleib hier! Du gehst auf die Party. Du bist schon groß und stark. Du bist schon 4 Jahre. Kollege. Geh Party machen. Wir tanzen jetzt gemeinsam. Freu dich! Du gießt die. Jetzt gießt du die Blumen. Fühl dich. Fühlst du das nicht? Mono! Ich glaube, er mag mich nicht mehr. Er geht einfach. Ja, tschüss. Er geht einfach. Er kommt wieder. Komm, Tube, komm her. Komm zu mir. Bin ganz traurig. Na komm. Süßer. Was bist denn du jetzt? Hast du Probleme? Okay, der mag mich irgendwie nicht. Nicht mehr. Komm, du, was machst du denn? Du bist doch in Partystimmung, oder? Komm. What the hell? Mein Poster fällt von der Wand ab, man kennt ihn. Ah ja. Komm, du fühlst die Musik, oder? Komm. Es gibt eine Meme-Musik, als ob. Komm. Was ist los mit den Leuten hier alle? Der gießt mir einfach meine Schuhe. Ich muss so dringend los. Ob du Probleme hast, habe ich gefragt. Guckst du dir jetzt meine Schuhe an? Also,
Ich bin mit meinem Latein am Ende. Die Musik passt irgendwie gut dazu. Junge! Was ist denn los mit den Leuten hier alle? Die sollen mal ein bisschen feiern hier mit mir. Frecher ist. Komm, irgendjemand anders. Mareile, wo bist du? Mareile, du bist immer in Partystimmung. Komm, Mareile. Hühner misst den ganzen Tag. Wer sind die alle? Oder Trita, komm, Trita, meine Süße. Trita. Pius zwingt die Bewohner durch Musik ihre Blumen zu gießen. Das hab ich auch, ey. Oh Mann, ey. Keiner mag mich. Ist voll belastend. Alle zu Hause da. Mareile! Mareile, so Ehrenfrau, komm. Warum spielt da andere Musik? Mareile! Komm, alles hängt an dir. Mareile! Komm, Mareile! Komm, fühl's! Ja, aber ein bisschen mehr. Komm, ran. Komm, ran. Hallo, Katzbold. Mareile, komm, tanz. Ach, Mann. So, ich gehe jetzt heulen. Legen wir jetzt hier hin. Und sag tschüss. Das war's für heute. Keiner mag mich. Mareile möchte auch nicht tanzen. Alle anscheinend heute ist anscheinend Tanzverbot. Okay. Dann bis zum nächsten Mal. Haut rein und tschüss. Manu. Ist echt belastend hier. Und bald geht's weiter mit den nächsten Inseln. Oh, ey! Mareile! Leute, bleibt dran! Endlich! Mareile singt! Das war's für heute. Mareile singt, Leute. Wollt gerade ausmachen. Mareile singt. Oh, wie schön. Das war perfekt für die Endcard. Na, endlich. Sehr gut. Ja, dann können wir den Stream also doch gut beenden. Ja, dann sag ich jetzt noch, sag ich mal, schönen Montagabend. Wir sehen uns, denke ich, morgen wieder. Morgen Nachmittag. Mal gucken. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Und lasst gerne ein Like da und abonniert, falls ihr neu seid. Dann sehen wir uns morgen oder übermorgen oder irgendwann wieder. Man sieht sich. Schönen Abend und, ja. Mareile und ich haben jetzt noch mal ein bisschen Spaß zusammen. Tschüss.